Willkommen digital, heute wieder mal live aus dem Atelier Lu im 9. Bezirk. Also live, weil wir das live aufzeichnen mit mehreren Kameras. Und wir haben heute wirklich Full House, können Sie nicht sehen, aber im Anschluss an unser Gespräch in der Fragestunde dann merken, wie viel heute los ist. Das hat sicher auch einen guten Grund. Es sind zwei tolle Damen heute bei mir zu Gast von den GGIs. Wer sich vielleicht in der Materie ein bisschen auskennt, die Grünen gegen Impfpflicht, so haben sie, und 2G, so haben sie letztes Jahr geheißen. Der Titel spricht für sich. Mittlerweile gibt es ein bisschen eine Namensmetamorphose, auf die werden wir gleich kommen. Zuerst darf ich Ihnen beide vorstellen, die Monika Henninger, servus. Hallo. Und die Nora, so, sagt man Summer oder Summer? Summer. Summer, doch Summer, genau. Summer. Vielleicht Monika zu dir zuerst, du hast BOKU studiert, interessanterweise ein technisches Studium, wusste ich gar nicht, dass das also Agrartechnik oder genau. Wie genau? Ja, ja. Und habe mich dann am Schluss spezialisiert im Bereich Chemie, Biochemie, Analytik, weiter in die Biotechnologie. Zum Thema auch recht passend, du hast 25 Jahre in der Pharma gearbeitet, das heißt also wirklich an der Front, auch in der Medikamentenentwicklung? Ich weniger in der Entwicklung, sondern ich war zuerst im Labor und dann immer im Vertrieb eigentlich. Ich habe Geschäftsentwicklung gemacht, wir sind groß in die Lohnherstellung eingestiegen in Wien und dafür war ich verantwortlich für die Geschäftsentwicklung, also weltweit, USA, Amerika, 25 Jahre lang. Also eine der Damen, die man aus dem Fernsehen kennt, die letzten Jahre mit den weiß angezogen, vermummt, mit Epauletten. Na, und das so war ich nicht ganz. Ich war die Drossen am Markt. Und bist du jetzt Unternehmensberaterin? In welchem Bereich? Genau. Im Bereich Nachhaltigkeit. Ich habe mich nochmal umorientiert, habe ein Studium in der Schweiz gemacht im Bereich Nachhaltigkeit und bin jetzt selbstständig. Also du wärst, ich sage das ein bisschen salopp, aber sehr ernst gemeint, eigentlich eine Vorzeigegrüne von deiner Kompetenz. Vielleicht auch von meiner Einstellung. Ich bin ein sehr natur- und umweltbewusster Mensch, ja. Und auch aktiv in Niederösterreich tätig? Also du bist ja sozusagen tatsächlich. Ich bin auch Gemeinderätin in Niederösterreich in der Gemeinde Grafenegg. Ja, also kompetenter geht es jetzt schon nicht mehr an dieser Stelle, über die wir heute diskutieren wollen. Ja. Nora, du bist der wüde Hen, was das sind das Worte. Ja. In erster Linie als Standfrau einmal, was ja schon mal recht außergewöhnlich ist. Wie darf ich mir das vorstellen? Naja, also Stiegen runterfallen, also ich bin die Leiche der Nation, sage ich immer. Also in jedem österreichischen Krimi war ich schon mal irgendwo, bin erschlagen worden oder also Stiegen runtergeflogen oder solche Dinge. Also wer das jetzt googeln will, wobei DuckDuckGo ja meine alternative Lieblingssuchmaschine ist und Nora Summer eingibt, der findet die Filmografie, also du bist wirklich... Also ich habe schon einiges gemacht. Ja, also ich bin Stuntfrau seit 25 Jahren fast, ja. Mhm. Also habe sogar Hollywood-Erfahrung. Und hast du auch eine Zirkusschule mal... Nein, Zirkusschule hat mein Vater gegründet damals. So bin ich hineingewachsen in den Wahnsinn eigentlich, ja. Dann irgendwie Astrologie ist ein Teilbereich deiner Interessen. Genau, also ich wollte dann auch was fürs Hirn machen und so. Mhm. Bin da, habe jetzt auch mein zweites Buch schon geschrieben, weil Lebensfreude so mein Lebensthema ist. Und das Buch, der steppende Pferdearsch. Genau. Ich habe ja, also ich war 20 Jahre darstellende Künstlerin, habe Musical studiert und eben Artistik gemacht und hatte eine Rolle als steppender Pferdearsch. Horst Hinten war die Bezeichnung. Genau, in Cinderella, ja. Deswegen der Name des Buches. Ich greife jetzt einmal 17 Fragen vor, aber die letzten 2,5 Jahre, also selbst als Leiche, gab es da auch Probleme mit dem Impfstatus? Also natürlich. Naja, also am Filmset war das extrem, ja. Also musstest du testen, lügen zum Teil. Und also ich habe es als Chance gesehen, muss ich sagen, weil ich habe dann meine Bücher geschrieben in dieser Zeit. Aber es waren natürlich Einschränkungen, waren überall. Und du bist auf jeden Fall auch bei den GGIs, die jetzt eben anders heißen, also nicht mehr Grüne gegen Impfpflicht und 2G, sondern? Genau, so wir hießen eigentlich als Verein immer so, nämlich der Grüne Verein für Grundrechte und Informationsfreiheit. So wurden wir eingetragen, wir waren aber dadurch, dass es war eine unglaublich heiße Phase, nicht? Dezember, Jänner, Februar 2022, wo die Impfpflicht so ein Riesenthema war, wo die Maßnahmen so ein Thema waren. Und deshalb waren wir bekannt als Initiative, die Grünen gegen Impfpflicht und 2G. Ja, du bist ja sozusagen nicht aktiv als Politikerin, sondern du bist halt auch grün eingestellt. Ne? Ich bin grün eingestellt. Grün hinter den Ohren. Also ich gehe ja grün hinter den Ohren, ja. Prinzipiell ist es so, für mich war es damals... gerade auch Impfpflicht, ich habe viel gebloggt und ich habe auch dann einen Artikel geschrieben, Impfen oder nicht, dieses Bürgerinnenpflicht.
Und dann sind Leute auf mich aufmerksam geworden, weil ich eben meine Meinung dazu kundgetan habe und habe gemerkt, man kann, also es geht jetzt nicht mehr, nichts zu tun. Und ich bin sehr lösungsorientiert, also ich denke mir immer, abwarten und Tee trinken geht es jetzt nicht mehr aus. Ich habe zwei kleine Kinder und also die Impfpflicht, das war wirklich damals so, wo wir gesagt haben, wir überlegen auszuwandern. Ja? Also das war für uns nicht mehr tragbar. Und ich habe mir dann gedacht, wo kann man sich engagieren, um da was zu tun, um aktiv zu werden. Und habe dann eben zuerst einmal die MFG kennengelernt, habe mich dann gleich wieder distanziert und habe dann zum Glück eben die GGI kennengelernt und das ist eine wahnsinnig tolle Gruppe. Und die Martin Petrovic auch, die man ja kennt von früher, und ich mir gedacht habe, boah, da gibt es wenigstens eine von den Grünen, die noch Idealistin ist. Also ich kannte ja die anderen nicht, die war Grünwählerin immer. Genau. Und habe meine grüne Heimat. Dann hast du ein paar andere auch noch. Dann habe ich andere kennengelernt und lieben gelernt. Ja. Ja. Und habe mir gedacht, wow, da gibt es Gott sei Dank wirklich welche. Mhm. Und die Politik ist nicht alle, es sind nicht alle so. Ja. War dann weil es ging uns genauso, für uns ging es sich auch nicht mehr aus. Ja. Ich denke, am Anfang waren wir alle wahrscheinlich unsicher, ja, keiner hatte Erfahrung, aber nach einem Jahr haben wir gelernt, mit Corona umzugehen. Irgendwann beginnst du nach eineinhalb Jahren die Stirn zu runzeln und dann sagst du eigentlich, na, das geht nicht, ich sehe das anders. Und da haben sich Gott sei Dank wirklich Leute gefunden, Funktionäre, Bezirksräte, auch Gemeinderäte, Grünwähler, ja, Bürger. Wir haben uns alle zusammengefunden und wir sind heute die GGI, weil wir gesagt haben, nein, wir sehen das anders, wir der Mainstream, so wie er vorgegeben war, wie er kontrolliert war, ja, auch der grüne Mainstream, wie er gewollt war, wo auch Widerspruch nicht erwünscht war. Das hat für uns nicht gepasst und deshalb agieren wir jetzt schon seit eineinhalb Jahren bald da als Gruppe, machen, denke ich, sehr gute Aktionen immer wieder und Presseaussendungen und zeigen, dass es anders auch ginge. Und es gibt immer Optionen, es gibt nicht nur einen Mainstream. Wie du gesagt hast, es ist jetzt doch relativ viele, kann man das prozentuell sagen, wie viel Prozent von sozusagen grünen Funktionären da auf eurer Seite sind? Ja, ich glaube, so kann man es nicht ganz sagen. Also wir sind ein Kernteam von etwa 40 Leuten, würde ich sagen. Aber wir haben viele Unterstützer, wir haben ca. 25.000 Unterstützer in Österreich. Die lesen auch unseren Newsletter und sind eben wirklich auch immer up to date und sehr dankbar. Also ich glaube, das Wichtigste auch von unserer Initiative ist, dass wir mit den Menschen reden. Wir hören zu, wir gehen zu den Leuten hin und wir reden mit ihnen. Das hört da ja keiner zu. Wenn du Angst hast vor irgendwas, sagst du, geh bitte. Und das ist, glaube ich, eine Qualität auch, dass wir zuhören, dass wir uns zusammensetzen und das besser machen wollen. Ich meine, muss man auf der Zunge zergehen lassen, GGI, die Grünen für Grundrechte und Informationsfreiheit, sind eine Abspaltung von den Grünen. Das ist ja eigentlich pervers, ne? Ja, eigentlich, das, wenn man das jetzt ist so... Das ist grotesk vielleicht, ja. Und du hast das gerade vorher angesprochen, also ich höre das auch immer wieder, dass vom Maurer abwärts diese Basisdemokratie nicht mehr so ganz funktioniert. Ich habe heute mit einem Juristen in der Familie darüber gesprochen, der hat salopp gemeint, naja, wenn man in der Regierung ist, dann ändern sich auch ein bisschen so die Spielregeln, dann muss man anders sein. Darunter, glaube ich, leiden ja sehr viele Menschen, die links eingestellt sind, sage ich jetzt einmal, dass da irgendwie sich was auch verdreht hat. Und bei den Grünen ist es halt am plakativsten. Also die noch für Freiheit und Heimburg und jeder darf machen, was er will, und Basisdemokratie, scheinen plötzlich die militantesten zu sein. Ja, wobei man muss sagen, die Grünen waren immer schon gern einschränkend. Also sie haben immer gern Regeln. Wir müssen, da darf man das nicht und da darf man das nicht. Also das war ja immer schon so ein bisschen ein Touch der Grünen, ja, der mich auch immer gestört hat. Das war halt das geringste Übel. Aber ich glaube, dass nur zur Regierung allein diese Entschuldigung gilt nicht. Ja. Also das lassen wir nicht. Finde ich auch. Na, weil wir es aber in Österreich und Deutschland parallel sehen. Ne? Natürlich. Und dieses Links-Rechts ist eigentlich nicht mehr da. Also für uns existiert das nicht mehr. Das verschwimmt. Und ich glaube auch, dass... Das sieht man ja, auf der einen Seite gibt es ganz extreme, totalitäre Menschen, die nur regeln und alle anderen sind böse. Also es gibt dieses Links-Rechts, gibt's, finden wir gar nicht mehr. Ja. Und ich glaube, was auch war und was vielleicht, wenn ich noch einmal auf die Grünen kommen darf, ja,
auch was mit den Werten geschehen ist. Nicht? Das, du hast schon erwähnt, die Basisdemokratie, ja, das gibt es in der Form sicher nicht, wie das einmal war und auch gelebt wurde. Aber es sind auch andere Werte, wie einer unserer 6 grünen Werte ist auch selbstbestimmt. Ja? Wo durften wir denn, wo durfte denn die Gesellschaft selbstbestimmt leben, selbstbestimmt vorgehen, sagen, das ist für mich gut und das ist für mich weniger gut und das möchte ich nicht. Und der dritte großer Wert, solidarisch. Ja? Ein Wort, das ich denke wahrscheinlich allen oder sehr vielen vorgeworfen wurde, wir wären unsolidarisch. Ja? Was heißt denn solidarisch? Also das nur zu sagen, solidarisch sind die, die auf dem Mainstream sind, die dabei sind, die sich an alles halten, das ist nicht Verständnis von solidarisch. Und das ist ein derartiger Missbrauch von Begriffen und von Werten. Ja. Aber das sehen natürlich die anderen anders, ne? Das sehen die anderen anders, ja, und vielleicht auch noch, ja, natürlich hat man es versucht, auch miteinander zu reden, auch wir sind mehrfach zugegangen, aber man kommt da nicht wirklich zusammen und jetzt würde ich sagen, jeder macht seine Arbeit. Ich denke auch natürlich die letzten Jahre, weil mein Fachgebiet, meine Stoßrichtung natürlich die ist, wo ich mich auskenne, nämlich Fernsehen, Journalismus, im weitesten Sinn auf jeden Fall ORF. Und da muss man natürlich schon zugeben, dass Journalisten oder ORF-Mitarbeiter, die den Führungskräften alle eher links eingestellt sind. Also es ist zum Beispiel jetzt die FPÖ, die ja doch immerhin 30% der Bevölkerung abbildet, in der Personalstruktur überhaupt nicht vorhanden und mittlerweile gibt es überhaupt gar keine Führungskraft mehr im ORF, die der FPÖ zuzuordnen ist, was ja demokratisch recht komisch ist. Und intern, so wie ich das erfahren habe über Jahrzehnte, ist das richtig, weil wir sind ja die Gescheiten, also wir, und die genau. Sozusagen die FPÖ, das sind ja eher einfache Leute und das ist halt Demokratie, aber in Wahrheit, da ist man immer schon drüber gefahren. Ja, ja. Also ich habe das oft schon in Interviews gesagt, ich reflektiere es erst jetzt eigentlich, ich habe in den 80ern begonnen und dann wie Jörg Haider groß geworden ist, dass es immer schon einen Grundimpuls gab, sozusagen als ORF-Mitarbeiter, das muss bekämpft werden. Da hat man gar nicht sonderlich drüber nachgedacht, sondern das war einfach so, weil wäre den Anfängen und das Böse kommt von rechts und hin und her. Und ich sehe das auch heute, dass, also wenn ich mir manche Herrschaften, Standard und so weiter anschaue, die fühlen sich missionarisch wirklich immer, also das ist eine Glaubensfrage eigentlich. Ja, absolut. Absolut. Also ich empfinde das genauso und ich finde es erschreckend, weil auch dieses, mit denen setze ich mich gar nicht an den Tisch, mit denen rede ich nicht. Genau. Und genauso ist mit der Bevölkerung umgegangen worden in den letzten 3 Jahren. Also ich denke mir, diese Arroganz der Intellektuellen, also der Linksintellektuellen, ja, ist ja wirklich manchmal dermaßen extrem. Also wenn ich mir den Standard eben anschaue, das ist Wahnsinn, diese Abwertung Andersdenkenden gegenüber. Und natürlich, und es ist einfach. Es ist einfach, den Leuten zu sagen, das ist ein neues Nazis. Und alle, die demonstrieren, alle 44.000 sind Nazis. Es waren sowieso dann immer nur 44.000. Bei jeder Demo, also, und das ist einfach, das ist ein Totschlagargument und das, vor dem haben alle Angst, in die rechte Schiene zu kommen, weil das ist genau dasselbe wie mit, also die Verschwörungstheoretiker sind sowieso alles Nazis und das ist ein einfaches Argument, aber es wirkt. Und ich kann mir jetzt gerade vorstellen, also für dich auch als Grüne, das schmerzt ja doppelt in dem Fall. Ne? Ich kann ja wenigstens sagen, ich bin jetzt nicht bei den Grünen, also ich habe zwar durchaus auch einmal sympathisiert, aber jemand, der das auch noch lebt, beruflich, privat, das ist ja doppelt der Konflikt. Ne? Ja, ist es, aber ich denke, man muss zu dem stehen, was einem wichtig ist und was, wie man die Dinge sieht und das mache ich auch. Weil du ja auch aus der Pharma kommst, eben Forschung, Vertrieb und so weiter, heißt das, dass du da extra ein bisschen skeptisch warst, wie die Impfpflicht kam, jetzt einfach aus einem Fachwissen heraus? Oder? Ja, absolut. Also ich komme aus dem Bereich Biotechnologie und wir haben biotechnologische Substanzen hergestellt, keine klassische Pharma. Also ich bin da schon sehr erfahren, auch von der Biologie her. Und also ich würde sagen, generell, ich war immer sehr, sehr bewusst nur Medikamente zu nehmen. Ich bin ein Mensch, der weiß, dass es anders auch geht. Und natürlich hatte ich technologisch sehr viel Erfahrung. Und
Deshalb wollte ich es nicht. Ja. Es ist eine komplett neue Technologie und das ist das, was mich so gestört hat. Ja. Es wurde ja, den Menschen wurde es ja verkauft, das ist eine Schutzimpfung. Ja. Das war mein Lieblingswort, auch in den ganzen Schreiben, die rausgingen. Ja. Die ganze Stadt Wien hat ja immer wieder Schreiben oder auch wahrscheinlich ganz Österreich erhalten. Da hieß es immer nur von Schutzimpfung. Das ist ja die halbe Wahrheit. Ja. Man hatte den Menschen nie gesagt, was für eine Form der Impfung das ist, was das ist, wie das erforscht ist, wie das schlecht erforscht ist, wie das rasch erforscht wurde. Und ich denke, das muss man wissen, um eine Entscheidung zu fällen. Ja? Wir sagen ja nicht, und das ist uns auch vielleicht wichtig, ja, weil es gibt ja nur diese extremen Pole, ja? Polarisierung in den Extremen. Also entweder bist du dafür oder du bist dagegen und dazwischen gibt es nichts. Und warum du das anders siehst, das interessiert sowieso keinen. Und wir sind nicht gegen Impfungen per se, wir sind alle geimpft, das ein oder andere. Ja? Aber ich darf doch bitte entscheiden selber, will ich eine gewisse Impfung haben, ja oder nein. Und nur darum ging es, nur sonst gar nichts. Wir sagen ja gar nicht, dass es durchaus sinnvoll war für den einen oder anderen, ja? Dass es auch Menschen gibt, die Risikopatienten gibt, ja? Dass es chronisch Kranke gibt. Da muss man natürlich entscheiden, was zu tun ist. Aber die Frage ist, fahre ich über alle, über einen Kamm drüber, für die ganze Menschheit, ja, global eine Art der Impfung? Ich meine, wir fahren auch nicht alle das gleiche Auto oder wir trinken alle das gleiche Getränk, ja? Und das kann man durchaus vergleichen, meiner Meinung nach. Es gibt immer Optionen, Möglichkeiten für gesunde Menschen, für junge Menschen. Ja? Gilt doch etwas anderes wie für alle. Und das ist das, was wir sagen und nicht mehr, nicht weniger. Aber das heißt, du hast in deiner Entscheidungsfindung schon auch deinen beruflichen Background anwenden können. Ja, absolut. Das haben wir absolut. Alles, ne? Und ich glaube, was schon auch noch wichtig war, ich hatte nie Angst. Ja? Und ich denke, über die Angst sollte man auch noch reden. Ja. Ich habe mich immer... Trotz allem, trotz all der Wirrnisse, wobei ich sagen muss, ich habe mich am Anfang, natürlich haben wir das alle beobachtet und gehört und ich bin auch anfänglich vor dem Fernseher gesessen und ich habe sehr rasch aufgehört. Nach wenigen Wochen habe ich mir das nicht mehr angehört. Und ich denke, das war eine richtige Entscheidung. Man musste sich ja tatsächlich abschirmen, sonst bist du ja wirklich in Angst und Panik wahrscheinlich verfallen. Und das habe ich nicht gemacht. Mir ging es immer gut, aber ich habe natürlich gelitten unter diesem Druck, unter dieser Ausgrenzung, die natürlich passiert ist. Ja? Wir durften ja nichts. Das ist, du hast kein G, du bist draußen, du bist von Bildung ausgeschlossen. Alles Mögliche. Vielleicht noch was von deinem Beweggrund. Also du hast ja diesen biologischen Background nicht, ne? Sondern das gesunden Menschenverstand, sage ich so. Gesunden Menschenverstand. Ja. Naja, ich bin schon so eine Kräuterhexe. Also ich bin sehr natürlich, ich nehme wirklich gar keine Medikamente, also auch Geburten auch ganz natürlich. Meine Mutter hat immer gesagt, na, ein bisschen kannst du ja. Nein, also ich mag das nicht. Natürlich nehme ich es, wenn es notwendig ist und ich freue mich auch, dass es die Unfallmedizin gibt. Und also ich bin froh, dass es den Fortschritt gibt in der Medizin. Ja. Aber ich habe mich auch mit dem Impfthema sehr viel mit meinen Kindern befasst, eben, lasse ich sie impfen oder nicht, damals mit diesen 12 Impfungen, die es im ersten Lebensjahr machen sollst. Und deswegen habe ich dieses Thema einfach eh schon gewusst, dass ich mich dagegen entscheiden werde, weil ich einfach gewusst habe, das ist einfach nicht erforscht und man weiß zu wenig und ich warte mal ab und schauen wir mal, was passiert. Also wobei ich meine Hypothese ist, dass uns jetzt jemand zuhört von der eben definitiv anderen Seite, der jetzt irgendwie da was wissen will, der hupft uns jetzt quasi gerade ins Gesicht, weil ich höre jetzt gerade, ja, aber das war doch eine Pandemie, sind die wahnsinnig? Und wir drei feedbacken das so, dass wir das eigentlich nicht so wahrgenommen haben. Also wir haben das da gehört die ganze Zeit, aber ich habe die Pandemie, also im Umfeld, ich habe immer rumgefragt, wie viele kennst du? Jeden, mit dem ich begegnet bin, wirklich auch gefragt, habe gesagt, wie viele Leute kennst du in deinem Umfeld? Naja, bei mir jetzt nicht, aber die Freundin von der Freundin, da ist der Opa gestorben und so. Also genau. Es wurde von Pandemie gesprochen und es hat aber persönlich kaum jemand erlebt. Also ich hab dann damals 2020 im November schon relativ, da hat es noch keine Impfung gegeben, hatte ich Corona durch meinen Mann, also durch die Arbeit und die ganze Familie und wir waren dann so froh, weil wir haben diesen Antikörperwisch gehabt und er hat auch gesagt, er ist jetzt einfach so dankbar, dass er diese Krankheit gehabt hat, weil dann war das Impfthema vom Tisch und dann war das Ding, es ist dann nachher wieder gekommen natürlich das Impfthema, aber es war mal eine Zeit lang und wir waren schon auch erleichtert, weil wir gemerkt haben, gut, Geschmacksverlust, Geruchsverlust, Schnupfen und fertig.
Und ich habe es leibend gefunden, wir haben es den Einkauf vor die Tür gestellt und ich habe mir gedacht, super, ich kann jetzt einmal 3 Wochen zu Hause. Wobei man vielleicht fairerweise sagen muss, das ist ja, also ich habe das auch ähnlich erlebt. Also ja. Ich habe es ganz im September 20 schon und hätte ich nicht den Geschmackssinn verloren, ich weiß noch genau, Lachsdost mit Senf und die. Also man, es klingt jetzt auch natürlich komisch, weil wir natürlich jetzt auch so gegenargumentieren und ich gebe zu, ich habe vor 2 Monaten einmal so diese saisonale komische Grippe jetzt gehabt und die war wesentlich heftiger als Corona. Ja. Also die selektive Wahrnehmung, müssen wir vielleicht fairerweise sagen, wir reden uns das natürlich jetzt auch nicht schön wie man es erlebt hat. Ich sage nicht, dass es anderen nicht schlecht ging. Ja, die gab es natürlich auch, es gibt immer alles. Ja. Genau, also ich glaube ja, dass jemand, also ich neige einfach auch nicht dazu, Fieber zu bekommen zum Beispiel. Also ich glaube, mein Immunsystem ist einfach sehr gut, ich lebe sehr gesund, deswegen hat es vielleicht da besser weggesteckt. Aber ja, das ist ein Faktum, also ich kann mich auch erinnern, ich habe Willkommen in Österreich lang moderiert, von 1995 bis 2012 und dann noch projektbezogen und es war eigentlich auch Komplementär- und Alternativmedizin immer ein fixer Bestandteil, auch im ORF, bis vor ungefähr 10 Jahren. Dort hat das aufgehört. Also aus Qualitätssicherungsgründen, und da muss ich den Alexander Brabetz, den ehemaligen Generaldirektor, dafür verantwortlich machen, der hat quasi da aufgeräumt. Vielleicht, weil seine Frau auch Schulmedizinerin ist, ich glaube, er hat daheim gefragt, die hat gesagt, Blödsinn. Und es funktioniert. Ich sage, es funktioniert wirklich so einfach. Also man glaubt ja das auch nicht. Also das wird alles am Tisch ausgemacht, irgendwo auch beim Mai oder im Büro. Und das stelle ich auch fest die ganze Zeit. Das ist eine interessante Geschichte. Also das war in meinem Berufsleben, war auch Homöopathie, die ernsthafte Auseinandersetzung und Komplementärmedizin war Fakt. Ja. Und jetzt gibt es nur mehr dieses völlige Auseinanderdriften. Ja. Und das ist ja natürlich jetzt noch mehr eskaliert. Ja. Genau, aber das zeigt ja jetzt eine Chance. Also ich finde, es ist eigentlich, dieses Corona hat gezeigt, das ist wie so eine Verkühlung und jetzt ist es eine klaffende Wunde. Mhm. Jetzt haben wir gemerkt, die Systeme sind kaputt und wir haben es wirklich jetzt, der Finger liegt drauf auf der Wunde und jetzt muss was getan werden und jetzt können wir auch was tun. Also ich sehe zum Beispiel jetzt auch, wenn wir sagen, wir haben eine Chance jetzt, also zum Beispiel, wenn wir die psychischen und die, also es war ja früher immer nur oder jetzt, immer nur die körperliche Gesundheit. Gesundheit ist körperliche Gesundheit. Die Psyche, na, da bist du schwach. Du bist der Hai-Heferl und du holst nichts aus. Ja? Und jetzt merken wir, wie stark, Depression ist die Volkskrankheit Nummer 1, wie stark sich das alles auf die Psyche auswirkt und also die Angst hat uns in den letzten 3 Jahren oder die Menschen eigentlich depressiv gemacht. Also ich glaube, man muss sagen, was ist passiert? Was ist passiert bei den Kindern? Also mein Herzensthema sind natürlich die Kinder. Entschuldigung. Mein Herzensthema sind natürlich die Kinder. Was ist bei den Kindern passiert? Das ist ja alles ein Ausmaß an psychischen Sachen. Das sind ja jetzt schon Studien auf dem Tisch, die sagen, dass zum Beispiel von 12- bis 18-Jährigen die Suizidrate sich verdreifacht hat seit früher. Und dass die Sportverbote, der Verbot vom Unterrichten, ich meine, die sind 16 Wochen in den Schulen ferngehalten worden, die Älteren sogar 36 Wochen haben die nicht in die Schule gehen dürfen. Dann sind sie in die Mitte zitiert worden, weil sie nicht geimpft sind. Dann hat es ein goldenes Pickel gegeben für Ninja-Pass, schwarze Pädagogik per Excellence. Ja, also wir können da zurück ins Mittelalter. Ja. Und du bist in die Mitte gestört worden und dir ist erzählt worden, die ist nicht geimpft, die muss sich dorthin setzen und die hat und Maske tragen in der Klasse, die anderen nicht. Also es ist Ausgrenzung passiert, wirklich auf einem ganz hohen Niveau und eben Diskriminierung und dieses Schüren von Angst, das war das politische Stillmittel Angst. Diese Boosterimpfung, diese Werbung, das Booster, die Spritzen da, die da herumrennen und Gewalt verherrlicht ist, die entführt sogar wen zur Impfung. Also das, ich meine, ist eh nach hinten losgegangen. Ist nach hinten, super, aber ich meine, sowas muss da mal einfallen, der Stadt Wien. Wie kann ein Werberat so viel zustimmen? Also, ich habe ja lange mit diesen Leuten zusammengearbeitet, nicht mit allen, aber zusammengearbeitet, die sind, glaube ich, auch in einer Blase und die haben einfach natürlich auch sich abgeschottet geht es da auch um Schadenersatzverantwortung. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist schon wirklich auch eine Glaubensfrage. Das ist einfach, das ist so und das wissen und alle anderen sind Trotteln. Das glaube ich schon auch, aber ich finde wichtig, diese Kinder
wie mit denen umgegangen wurde. Zum Beispiel eine Pädagogin hat mir erzählt, die mit so Bewegungsraum von ganz kleinen Kindern, ja, Dreijährigen, ja, und sie hat beobachtet, dass die eben aufs Gesicht fliegen. Und sie ist dann hingegangen und hat gesagt, warum verwendest du deine Hände nicht zum Abstützen, wenn sie von einer Bank runter oder wohin springt? Sie möchte sich die Hände nicht schmutzig machen, sie möchte sich nicht infizieren. Das heißt, du schaltest einen Reflex aus. Das ist ein dreijähriges Kind. Das schaltet den Reflex aus, unbewusst. Also muss man sich einmal vorstellen, was man macht. Zuerst, wir bringen die Großeltern um. Das war mir überhaupt mein Lieblingsthema. Ja? Wir bringen die Großeltern um, wenn wir sie umarmen, küssen, ja? Oder überhaupt nur sehen. Was glaubst du, was passiert, wenn wirklich ein Großelternteil stirbt? Also das sind psychologische Mechanismen, die dramatische Wunden hinterlassen. Und jetzt auch noch, also wenn wir uns die Jugend anschauen, die sind verunsichert. Das Schlimme bei dem Punkt ist, glaube ich, dass das mittlerweile schon teilaufgearbeitet ist, dass man weiß, dass das ein politisches Argument war. Also da weiß man ja natürlich mittlerweile, dass der Herr Kurz hat ja, genau, die haben wurde, ja das, ja. Genau. Und das ist, also das ist Missbrauch und Misshandlung. Eigentlich, das ist Misshandlung. Versuchen wir die Kurve sozusagen ein bisschen auf die Metaebene oder positiv zu kriegen, weil gerne. Das ist alles natürlich total wichtig, aber falls alle, die uns zuschauen, glaube ich, sind gleicher Meinung, ja, und wir werden eben, auch niemanden kriegen. Was kann zum Beispiel so ein Verein wie GGI jetzt positiv wirklich, außer dass ihr euch trefft und miteinander wohlfühlt, nach außen bewirken? Nein, ich bin immer wieder gerne bei Veranstaltungen, das ist also gerade das Letzte, ja, super. Ja. Nein, ich denke schon, dass wir viele Impulse geben können, und ich glaube, vielleicht auch etwas sehr Positives möchte ich erwähnen, das Corona bewirkt hat, nämlich Corona und all das, was da passiert ist, diese drei Jahre, haben doch ganz viel Veränderung gebracht. Ganz viel Veränderung, Bewegung, ganz viel auch Verantwortung, die Menschen begonnen haben wahrzunehmen, und das in einer Form, die vorher nicht da war. Und deshalb würde ich sagen, Corona hat auch viel Positives in der Gesellschaft bewirkt, und genau das auch versuchen wir auch als Gruppe nach außen zu tragen, nämlich dass es auch anders geht, dass es Menschen gibt, die Dinge anders sehen, die nicht nur sagen, es gibt nur einen Weg und es gibt links und rechts, gibt es nichts. Nein, das sehen wir nicht. Ja? Und da auch Hoffnung zu geben. Ich glaube, das, was wir uns auch sagen, trauen in der Öffentlichkeit, ich glaube, es gehört ganz viel gesagt, denn ganz viel darf ja nicht gesagt werden, oder? Aus den diversen Gremien, aus den Komitees, die Kritiker mundtot gemacht, man hat sie entfernt. Wie viele Leute haben tatsächlich ihren Job verloren? Wie viele auch Universitätsprofessoren? Das sind einige sehr namhafte Leute darunter. Das ist alles nicht gewollt, und wir sagen doch, es ist gewollt und es muss gehört werden und es muss gesagt werden. Und ich denke, wir sind auch ein Sprachrohr. Ein Sprachrohr für Menschen, auch eine, durchaus eine Anlaufstelle. Wir geben Hoffnung, wir geben Mut, wir möchten auch Lebensfreude geben. Ja? Das Leben soll schön sein. Ja? Genau. Es soll nicht nur ständig, haben wir nur Angst und Druck und wissen wir nicht, wie es weitergeht. Nein. Und wenn wir selbstbestimmt, mutig, auch verantwortungsvoll leben wollen, dann sagen wir, ja, das ist eine Möglichkeit. Da gibt es auch andere, die möchten das. Und ja, machen also, wir es gemeinsam. Genau, und wir treffen uns ja, also es ist ja so, wir sind eine Bewegung, die jetzt wirklich schon ganz stattlich ist. Und wenn wir mehrere werden, können wir uns noch mehr bewegen. Ja? Also es gibt immer, desto mehr Menschen kommen, desto mehr Input gibt es. Was wirklich sehr leiern in unserer Gruppe ist, ist, dass es wird alles diskutiert, wir besprechen viele Themen. Wir merken, es ist ja so, das Corona hat jetzt viel aufgezeigt. Jetzt wissen wir, den ORF schaltet man nicht mehr ein, zum Beispiel, weil das macht uns krank. Dann wissen wir, gut, wir haben zum Beispiel sehr viele alternativmedizinische Menschen auch bei uns, und wir wissen einfach jetzt mehr. Also ich glaube, es war ja viel Verunsicherung da. Wir haben ja nicht gewusst, genau was ist. Ja? Und jetzt haben wir viel erkannt und jetzt können wir mehr handeln. Wir haben jetzt eben Vorträge, und es gibt viele Dinge, die wir angreifen können, die wir tun können gemeinsam. Und ich glaube, es haben sich auch die Menschen gefunden, die dann sagen, so, geht schon, wir gehen raus und wir machen es aber mit Humor. Wir können auch über uns lachen zum Beispiel und können Veranstaltungen machen, die eben freudig sind. Und wir tun was. Und genau, und zuhören. Ja. Ich nehme was wahr, was vielleicht sehr vielen Leuten draußen nicht gefallen wird. Also das ist jetzt nicht alles vorbei, sondern jetzt geht es eigentlich erst los. Also ich fürchte,
vermute oder ich mutmaße das mal so, dass alles, was bis jetzt war, eigentlich die Ouvertüre war und die eigentlichen Veränderungen in der Struktur im Außen eigentlich jetzt erst auf uns zukommen. Und da ist natürlich völlig richtig, was du gesagt hast, eine unheimliche Chance, weil man hat andere Menschen kennengelernt, man weiß, mit wem man kann, wann nicht. Und es ist vielleicht auch gar nicht, jetzt geht es nicht um Polarisierung, die wird wahrscheinlich möglicherweise länger noch bleiben. Aber die nächste Frage wäre zum Beispiel, jetzt haben wir ja die explodierenden Preise, wir haben an dieser Stelle schon oft darüber diskutiert, über Strom und Gas und hin und her. Also es geht schon auch ans Eingemachte und wir werden, ob wir wollen oder nicht, uns positiv verändern müssen, psychisch und strukturell. Ja. Kann da zum Beispiel der Verein auch durchaus was beitragen? Also zum Psychischen sicher. Ja, na gut. Wir versuchen, Systeme neu zu denken, natürlich. Also wir versuchen, es ist jetzt notwendig, dass wir kreative und innovative Lösungen finden für gewisse Dinge. Und wenn man schon mal eine Idee hat, also wir haben ganz viele tolle Ideen, also wir bräuchten vielleicht ein paar Subventionen. Nein, wir müssen, also es gibt viele Ideen, wie wir gewisse Dinge ändern könnten. Ja? Auch zum Beispiel eben das mit dieser psychischen Gesundheit, mit der körperlichen Gesundheit, dass man da jetzt einmal schaut, wir haben eine Idee, das Kinder-Jugendministerium müsste sofort installiert werden, um alles. Und diese Aufarbeitung, wir haben gesagt, das ist das Wichtigste, dass eben was Zensur macht, eine lebendige Demokratie kann bei einer Zensur nicht stattfinden. Das ist jetzt passiert. Wir brauchen eine lebendige Demokratie. Wir brauchen wieder, wir müssen zurück zu der Gewaltenteilung und diese Dinge. Und das sind Sachen, wo wir merken, oder zurück müssen wir gar nicht. Wir müssen eigentlich zu einer neuen, wirklichen wie heißt das nicht? Auch zeigen, dass es eben anders geht. Ja? Ja. Ich glaube, das ist wichtig, ob das jetzt der Bereich der Medizin ist. Wir meinen, dass eine gesamtheitliche Medizin einfach der richtige Ansatz ist und nicht eine Richtung und einmal Pharma und das war's dann. Nein, ganz sicher nicht. Also wir möchten auch, dass das gesamtheitlich gesehen wird, dass das natürlicher gesehen wird und auch, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist schon auch, Verantwortung auch zu übernehmen und zu leben. Und dazu sind, glaube ich, sehr, sehr viele bereit. Aber gerade beim medizinischen Fall, und so wie konkret ein, die Schulmedizin gibt es mit der E-Card und die Alternative gegen Bargeld. Das musst du sozusagen wirklich leisten können. Genau, im Moment. Das ist für viele nicht so einfach. Ja, wobei ich denke, es ist schon noch so, oder, dass wir viel vergessen haben. Was früher ganz normales auch Hauswissen war oder Familienwissen, das ist leider auch verloren gegangen. Ich glaube auch darum geht es, das wieder zu implementieren, weil es ist oft gibt es ganz einfache Dinge, die uns auch gesund machen. Und ich glaube, wir müssen auch lernen, dass wir wieder krank sein dürfen. Ja? Und dass wir dem Körper auch Zeit geben, dass er wieder gesund wird. Das haben wir doch alle verlernt in unserer hektischen Welt. Ja? Wo alle Menschen sind immer mehr erschöpft und es ist immer noch anstrengender. Und es ist, glaube ich, auch, ich meine, ich frage mich oft, wieso ist denn das Gesundheitssystem so überlastet? Ja? Wieso sind denn alle so krank? Wieso sind so viele chronisch auch krank? Das sind ja Alarmglocken und das kann nicht sein, na dann gehst du zum Arzt und der verschreibt dir irgendwas. Das ist doch nicht die Antwort. Da krankt es doch an ganz anderen Dingen. Jetzt fällt mir noch so eine elementare Überfrage ein, weil beim Thema jetzt ist alles orchestriert, Verschwörung oder passiert es aus Blödheit, bin ich ja eher so aus dem Bereich, aus dem ich komme, ich sage es einmal ganz frech, glaube ich eher bei den handelnden Personen an die Blödheit. Also ich habe bis jetzt auch bei allen namhaften Nachrichtenmoderatoren und so weiter dieses Orchestrierte, bezahlt von der Pharma nicht, also ich kann das nicht ausmachen. Ich kenne diese Leute 30 Jahre und da würde ich mich sehr wundern. Jetzt du wiederum mit dem pharmazeutischen Background, was hast du da für einen Zugang? Ist irgendwie, dass die Politik natürlich sozusagen uns keinen reinen Wein einschenkt, das war es nur theoretisch, aber dass das wirklich, gibt es eine Orchestrierung, gibt es eine Verschwörung? Also das glaubst du persönlich? Also eine Verschwörung glaube ich nicht, dass es gibt, sondern aber was mich schon gestört hat an diversen Expertengremien, ja, das Unwort des Jahres, dass man nur ganz gewisse Leute wählt man aus, ja, die sind drinnen und Kritiker sind einfach nicht willkommen und das ist nur, und das stört mich auch so, es gibt nur eine Wissenschaft, es gibt doch nicht
Ja, und wenn man nicht der Wissenschaft vertraut, dann, ja, dann bist du schon wieder draußen. Es gibt doch nicht nur eine Wissenschaft, es gibt so viele Zugänge. Und so war es auch immer. Ja? Die Wissenschaft ist frei, ist eines unserer Grundrechte. Ja? Da reden wir aber über Mut und ich meine, ich kenne ja meine Redaktionen von früher. Ein Redakteur steuert das, ja, was so Redakteurin steuert, steuert das, was er sie sagen will über die Menschen, die sie einlädt. Ne? Das, ja, heißt im Endeffekt, ja, ich weiß natürlich ja ganz genau, wenn ich den und den Experten einlade, dann kommt ihm unterm Strich, ja, das raus und das, ja, ist für mich recht praktisch, weil dann kriege ich keine Probleme. Also, ja. Ich glaube, das Ganze ist einerseits ein Systemproblem, dass seit 30 Jahren dieselben Leute dort an den Planstellen sitzen, die, ja, sich meiner Meinung nach teilweise auch nicht weiterentwickelt haben und einfach ihre klare missionarische Haltung haben und die natürlich dann die Leute auswählen. Und was es sicher gab, ist natürlich Auftrag der Regierungen. Also das ist schon klar. Ja, das, aber ich glaube schon auch, dass die Expertinnen, ja, und Experten zum Beispiel, ja, schon bezahlt worden sind, natürlich von Farmen. Ich meine, du bist ja als Expertin in die Regierung eingeladen worden und machst das ja ehrenamtlich. Du kriegst ja kein Geld dafür. Und dann werden die natürlich von den Pharmakonzernen, genau, gesponsert. Und das wollte ich noch sagen, und das war wirklich unverständlich, wieso man das nicht transparent gemacht hat. Ja? Das hat in Österreich ja nie transparent gemacht, welcher Experte mit welchen Firmen arbeitete und da welche Gelder. Wurde nie transparent gemacht. Und das geht meiner Meinung nach nicht. Und auch fairerweise, ja, sagen muss, das war immer schon so. Also das beim Sport ist plakativ, am Formel-1-Wagen, ja, steht sozusagen, ja, die Werbung, ja, drauf. Bei den Experten, ja, und so weiter, ja, war das aber eigentlich immer so. Ne? Ja, aber jetzt ist noch nichts gegangen. Jetzt sind halt Grundrechtseinschränkungen mit R eingegangen. Ja. Und, das wirklich Schlimme war auch, sowohl die Justiz als auch die Politik, also die haben alle dieselben Expertinnen und Experten gehabt, so, ja, für die Medien, also es waren immer dasselbe Expertengremium. Und das ist ja ein demokratiefeindlich hoch 10. Ja? Also wenn du Experten, du brauchst verschiedene Experten, du brauchst einfach, ja, Unterschiede, also das sind unterschiedliche Zugänge. Die Wissenschaft braucht einen Diskurs. Aber da ist bei der Negativität wieder der Vorteil, was du völlig richtig gesagt hast. Wir haben das jetzt gesehen. Wer mit den eigenen Augen sehen kann und im eigenen Herzen fühlen, hat Einstein mal gesagt. Ja, ja. Wenige Menschen können mit den eigenen Augen sehen und im eigenen Herzen fühlen. Ja. Ich habe nie gedacht, dass das wirklich so stimmt. Der hatte jetzt die Chance, das schon einmal ein bisschen zu sehen, wie das funktioniert. Und jetzt kann man sich erstens einmal abwenden und dann zweitens, genau, irgendwie was Neues aufbauen. Genau. Da braucht es natürlich aber jetzt die Vorbilder. Ich meine, ich stehe ja selber an. Also es ist ja auch irgendwo, ich lebe natürlich auch irgendwie ein bisschen alternativ, sage aber immer an dieser Stelle, na gut, ich habe einmal gut verdient vor 20 Jahren und ich kann mir das noch irgendwie leisten. Es, ja, ist zwar die Altersvorsorge, die jetzt drauf geht, aber ich kann mir sozusagen meine dicke Lippe leisten. Mhm. Und diesen Vorteil, genau, haben nicht alle. Das, genau, das ist auch ein Riesenproblem. Ja. Und es, natürlich, warum haben nicht so viele den Mund aufgemacht? Mhm. Also, ja, wir brauchen uns bei den Künstlerinnen und Künstlern nur umschauen. Ja. Die haben ja geschwiegen, ja, zum Großteil, weil die sind bezahlt worden, also die haben ja Geld bekommen. Also jetzt nicht Bestechung, sondern die haben einfach diese Corona-Förderungen bekommen. Und oder auch eben, und eben diese Hand, die ihnen füttert, die beißt man nicht. Und da, also ich denke mir auch, das sind viele, die einfach Angst hatten. Und du kannst doch nicht, wenn du den Mund aufmachst, bist du draußen. Du fliegst hochkant. Ich würde da gerne noch ergänzen. Also wir haben ja schon ein bisschen gesprochen über die Impfung. Ich denke, die Impfung war das eine und also sowas von absolut überzogen. Und jetzt nur zu sagen, naja, wie wir es kürzlich gehört haben, das habe ich vielleicht etwas unterschätzt. Ich meine, das ist ja schon wirklich eine Ungeheuerlichkeit, meiner Meinung nach. Was hat das auf die Menschen Druck ausgeübt? Und es waren nicht nur die Impfungen, aber, sondern es waren auch die Maßnahmen. Und ich möchte auch kurz über die Maßnahmen reden. Ja? 2G, das waren doch massive Einschränkungen für die Menschen. Ja? Recht auf Arbeit, ja? Wir haben das Recht auf Arbeit. Es durften, manche haben sehr wohl ihren Job verloren, manche hatten gar keine Chance, ja? Ohne da mitzumachen, um ihre Arbeit zu behalten, um ihre Familie zu ernähren, ihre Kosten irgendwie zu decken. Also was für ein Druck von der Seite her, dass wir natürlich Arbeit und Einkommen brauchen. Oder, ja, aber du hast vorher auch die Kinder erwähnt, ja.
Die Maßnahmen, die natürlich auch ganz stark bei den alten Menschen letztendlich eingegriffen haben und beim Besuch der alten oder kranken Menschen. Die erinnern wir uns, wir hatten 12 Wochen Lockdown, die Ungeimpften. Du durftest rausgehen zur Arbeit, wenn du dort überhaupt erwünscht wurdest. Ja, du bist ja sozial isoliert, selbst vom Arbeitsplatz, musstest Homeoffice arbeiten die ganze Zeit. Ich meine, was macht das denn mit den Menschen? Und das waren die Maßnahmen, unter denen man so sehr auch gelitten hat. Ja, nirgendwo durfte man hin. Und auch die alten Menschen sind vereinsamt. Wir durften unsere eigene Mutter auch über viele Wochen nicht besuchen. Ja? Und man hat schon fast ein bisschen vergessen, obwohl es jetzt auch Menschen, gut ist. Es sterben im Sterben. Unglaublich, ja. Das sind Menschen, die alleine gestorben sind. Das war also das Absurdeste überhaupt. Ich darf nicht zu einer sterbenden Person gehen, die eh schon im Sterben liegt, weil ich sie anstecken könnte. Oder was soll dann passieren? Also was mir noch kurz eingefallen ist, weil du ja eben in der Filmszene arbeitest und mit diesen vielen Leuten zu tun hast, mir passiert in den letzten Wochen und Monaten etwas sehr Eigenartiges, dass also permanent irgendwie Leute mich beobachten, dann kommen sie auf mich zu und ich gehe schon auf Reflex und dann quasi um zu sagen, also dass sie das wollen. Ich bin auf deiner Seite. Freunde oder Bekannte, die vor einem Jahr, ich sage es mal salopp, die Straßenseite gewechselt haben oder mich besser nicht gekannt haben, da beginnt jetzt irgendwie so ein komische wieder Resolidarisierung und ich verstehe es aber nicht, weil es ist ja nie jemand standrechtlich erschossen worden. Also dieses extreme Angstverhalten auch dieser Branchen, als ob es da irgendwie, es ist ja keiner in der Straflage gekommen im Endeffekt, auch wenn wir davor waren ein halbes Jahr. Das empfinde ich nicht so, ich bin auch immer irgendwie mitgeschwommen, also ich habe mich auch nie, also beim Film selber geoutet jetzt. Ich bin so leiwand, ich bin nicht geimpft. Ja. Ich habe das mit meinem Blog gemacht und so, und ich bin irgendwie so ein bisschen durch. Ja. Also ich habe natürlich, wenn Leute dann, die geschissenen Demonstranten und so, wenn sie da so gelästert haben, habe ich einfach meinen Mund gehalten. Ja. Also ich muss auch eine Familie ernähren und habe mir dann gedacht, dort fange ich mir jetzt keinen Wickel an oder Diskussion bringt sowieso nichts. Und die Leute haben einfach angenommen, dass wir geimpft sind. Also ich habe auch nicht gesagt, dass ich nicht geimpft bin. Also wenn sie den Wisch verlangt haben, ich habe keinen gehabt und habe gesagt, ich bin nicht Tetanus geimpft. Ein Jahr danach, wo du also sozusagen durchaus jetzt bekannter bist als Kritikerin, gibt es da jetzt wieder so eine Solidarisierung? Dass man Nein, nicht super, von denen. Also ich habe sowieso irrsinnig viele Menschen gehabt, ein sehr guter Freund von mir, der hat immer gesagt, zu den Ungeimpften immer gesagt, geh zu Nora. Und dann sind die ganzen Artisten sind bei mir am Sofa gesessen und gesagt, geh zu Nora. Und ich habe dann immer mit denen gegessen und gespielt und so, weil ich immer gedacht habe, dass die, weil die wirklich, also zum Beispiel Zirkusartisten-Pärchen, ja, die haben keine Jobs gehabt. Ja. Und ungeimpft darfst du nicht auf Veranstaltungen. Und ich habe gesagt, erst wenn es ist, dann schaffst du bei mir. Und also immer Sachen aufgezeigt, wir sind demonstrieren gegangen mit dem Bollerwagen, die zwei Kinder und der Hund drin und meine Mama und ich und die ganzen Artisten drumherum. Und so. Also es war wirklich sehr skurril. Und ich habe die Zeit auch sehr befruchtet empfunden für Beziehungen, weil man wirklich gemerkt hat, die Menschen öffnen sich, die Menschen sind dankbar, wenn du authentisch bist, wenn du deins lebst. Und ich habe schon gemerkt, es zeigt irrsinnig viel auf, eben das mit der psychischen und der körperlichen Gesundheit. Es zeigt viel, viele haben das Schulsystem zum Beispiel das erste Mal in ihrem Leben kritisiert. Also ich kritisiere das mein Leben lang schon, also nichts anderes. Aber das wurde jetzt erst kritisiert, auch die Pflegeberufe zum Beispiel. Ja, also was da, wo da überall der Hund begraben ist oder der OF. Ich habe mir schon zum Beispiel, also die Nachrichten waren früher schon irgendwie so, ja, schauen wir halt die Nachrichten. Ja, also, genau, das war halt so irgendwie, ja, dann weiß man vielleicht wirklich, was in der Welt passiert. Mittlerweile wissen wir, dass das nicht so ist. Ja? Und da merke ich, ich habe mir viel Zeit gespart jetzt. Also ich schaue nicht mehr fern, das spart viel Zeit. Und ich merke, man kommt schon mit den richtigen Leuten zusammen und das ist wahnsinnig befruchtend. Also meiner Empfindung nach sind das sehr viele Menschen, die schon wieder, schau, ich greife mir meinen Busen, gell? Nein, die raus wollen, ja? die was tun wollen und die gemeinsam irgendwie die Welt verändern wollen. Dann will ich eine Geschichte, mir ist gestern was Lustiges passiert, ich habe einen uralt Freund getroffen, den ich seit 2,5 Jahren nicht gesehen habe und ich wusste, wir treffen uns und es war so, ich war schon so ein bisschen
puh, nur nicht drüber reden und so weiter, weil er ist ein ÖVP-Funktionär. Und dann haben wir dort hin und her und dann irgendwie haben wir uns gut, überhaupt nicht über irgendein Thema gesprochen, nur über die allgemeine Situation, dass es halt vielen Leuten schlechter geht. Und beim Verabschieden, dann klopft er mir auf die Schulter und sagt halt, übrigens, deine Interviews, ich schaue mir das alles an, ich finde das super. Ja. Dann bin ich gegangen und habe mir gedacht so, aha. Also jetzt verstehe ich aber die Welt kurz gerade nicht mehr. Irgendwas machst du scheinbar doch richtig. Nein, ich glaube, es gibt mehrere, als wir glauben. Ich glaube, viele haben sich einfach nicht getraut. Und es ist, was ich so dramatisch finde, ist dieses Angstmachen als Stilmittel. Und das ist ja nach wie vor so. Die Menschen werden ständig in irgendeiner Angst gehalten. Und das ist ungesund, das macht uns krank und das frisst uns auf. Und deswegen ist unser Gegenpol, wir haben gesagt, wir müssen rausgehen mit der Lebensfreude, wir müssen natürlich, wenn du nichts zum Essen hast, kannst du nicht freien. Ja? Wir müssen natürlich auch gegen die Teuerung vorgehen und das aufzeigen, wo gibt es Möglichkeiten. Ja? Aber es geht trotzdem darum, dass wir gemeinsam wieder eine Hoffnung schaffen für ein gemeinsam freudvolles Leben. Weil dieses Angst schüren, diese Spaltung, die Spaltung ist nach wie vor. Und das, was mir wichtig ist, es ist wie mit einer Beziehung, wenn du in einer Beziehung streitest, musst darüber reden im Nachhinein, weil sonst wirst du dich entfernen. Und so ist es mit der Gesellschaft. Wenn die haben viel falsch gemacht, die Maßnahmen haben Menschenleben zerstört und sie haben eine Gesellschaft gespalten. Das wurde absichtlich gemacht. Und das kannst. Es ist immer noch so. Und es ist immer noch so. Und es schwimmt ja unbewusst mit. Solange es sich nicht entschuldigt wird, es nicht anerkannt wird, du musst einfach mal den Schmerz anerkennen. Wir haben Menschen 3 Monate lang eingesperrt, nur weil sie keinen Impfstatus gehabt haben. Das kommt aber nicht, ja. Bitte? Das wird aber nicht kommen. Naja, aber also das ist eine Forderung, das ist wichtig, weil sonst wird es wird die Spaltung immer mehr und der Schmerz wird mehr. Da würde ich ja gerne noch einmal zu den Grünen zurückkommen. Also die Grünen, die werden ja sozusagen, so wie sie es gern wollen, auf jeden Fall bis 2024 in der Regierung bleiben. Schauen wir mal. Sind ja damals mit ungefähr, glaube 13% gewählt worden, was ja auch interessant ist. Also 13% von 100 ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie die Mehrheit und wahrscheinlich ist es jetzt sogar weniger. Kannst du da irgendwie so ein Angebot oder ein Umdenken festmachen? Oder? Nein, also nicht, dass wir wüssten leider. Ja, also ich denke, man will natürlich unbedingt in der Regierung bleiben. Ja. Ich glaube, das um jeden Preis. Und da wird auch das ein oder andere sicher deshalb mitgetragen. Also nein, ein Umdenken sehen wir gar nicht. Und für mich liegt auch nach wie vor der Mantel des Schweigens, liegt darüber, ja, man spricht da von Spaltung, die es angeblich geben soll, ja, also was da angeblich ist. Es hat mich auch massiv, weil du vorher nochmal die Angst erwähnt hast, gestört bei der Corona-Rede des Herrn Bundeskanzler, wo er wieder diese Schreckensbilder, er hat wieder Bergamo erwähnt. Ja? Warum, denke ich mir, lassen wir das doch bitte, ja, es war schrecklich, wir haben alle nicht gewusst, was ist, lassen wir das doch endlich hinter uns, eine ehrliche Versöhnung kann nicht schon wieder mit den Schreckgespensten beginnen. Und er hat auch gesagt, und das war das Zweite, was mich wirklich massiv gestört hat, wir müssen den Menschen erklären. Ja? Ich denke, wir müssen den Menschen überhaupt nichts erklären. Es wäre mal Zeit, den Menschen zuzuhören und einmal zu sagen, jetzt hören wir mal, was die zu sagen haben und hören wir auf mit dem Erklären, mit dem Sagen, was sie zu tun haben. Ja? Mir hat eine wirklich erfahrene, langjährige Politikerin gesagt, die Menschen in Österreich sind zu dumm, wir müssen ihnen sagen, was sie zu tun haben. Wir müssen genau kontrollieren, was zu tun ist. Und ich habe mir gedacht, das gibt es jetzt nicht, ja, aber sicher nicht. Und ich glaube, die Menschen aber die Grünen leben, also mittlerweile, sind gewohnt, Verantwortung zu leben und was heißt zu sagen, die wissen alle nicht, wo es lang geht. Ja. Wir müssen tagtäglich Verantwortung leben in unserem Leben, am Arbeitsplatz, ob ich jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Das ist, Verantwortung ist Teil unseres Lebens und ich kann den Menschen Verantwortung zutrauen. Ja. Dazu muss ich sie aber auch, und da waren wir vorher, auch umfassend informieren und nicht nur immer eine Meinung werden sie informiert. Nein, es gibt viele Meinungen und dafür stehen wir auch bei der GG. Es gibt viele Meinungen, viele Zugänge. Und aus der Corona-Zeit, das Positive möchte ich auch noch einmal erwähnen, es haben sich, weil du auch die Menschen erwähnt hast, ja,
denen man begegnet, ja, es haben sich ganz tolle Netzwerke auch gebildet. Und was unglaublich ist, wie tragfähig meiner Meinung nach diese Netzwerke sind, wie gut sie sich anfühlen. Und das spürt man doch, ja. Und hat eine Qualität, die ich so vorher nicht erlebt habe. Wäre nur schön, so wie ich das wahrnehme, wenn die Leute in absehbarer Zeit auch davon leben könnten. Weil bis jetzt sozusagen sind das Netzwerke, wo man gern hingeht, wo man Leute trifft, wo man sich wohlfühlt, also fürs Herz sozusagen. Ja. Aber die Miete zahlt es flächendeckend noch nicht. Ja, es ist aber auch viel Regionalität entstanden. Das muss ich schon sagen. Ja, und davon kann man zum Teil, gerade das auch im Bereich Lebensmittel, da hat sich unglaublich viel getan. Mhm, unglaublich tolle Projekte und Menschen, die auch vielleicht ausgestiegen sind und was gemacht haben. Es haben sich viele Menschen vernetzt, auch die sich vorher nicht kannten. Ach, du bist da, okay, in der Bubble. Vielleicht ist auch ein Stadt-Land-Thema. Ich habe einen lieben Freund von mir, der wohnt, also wirklich, wo sich viel zu Hause gute Nacht sagt, Festenburg, der Hochwechsel. Also wo auch das ganze Holz herkommt für Graz und Wien. Und damit letztens war ich bei ihm, habe ihn gefragt, du, wie ist denn das eigentlich mit den Holzpreisen bei euch? Weil die Bauern können sich ja jetzt deppert zu denen. Ich habe gesagt, na, bei uns ist das ganz anders. Bei uns, wir sind so solidarisch, dass die Leute, also die Bauern, zuerst einmal die eigenen Regionen versorgen und was überbleibt, wird daher nach Wien und Graz verkauft. Ja, und sagen, wie ist das bei euch? Ja, du weißt, bei uns ist das so. Wir denken einmal an unsere Nachbarn zuerst. Und dann habe ich gedacht, spannend. Also das scheint schon vielleicht doch eher ein Stadtthema zu sein, dass wir lernen müssen, uns da zusammenzutun. Ich glaube auch, die Diskriminierung war, also eben in der Steiermark anders als in Wien, ja? also am Land, ja? Weil die Leute, da war das nicht so dramatisch zum Teil. Also ich glaube, die waren da ein bisschen lockerer. Also die haben sich auch nicht so ganz an die Regeln. Also ich meine, in Wien musst halt natürlich, weil es so viele Menschen sind. Aber ich glaube, dass das schon eben, und ich glaube auch, dass viele Menschen, das habe ich auch beobachtet in den letzten 3 Jahren, jetzt mehr aufs Land ziehen wollen wieder. Also sie wollen wieder mehr raus. Okay, weil sie sagen, der erste und das ist Impuls, ja, eben, weil das ist so, ich will spazieren gehen. Und das ist ja bei uns auch so ein Herzensanliegen, ist ja nicht dieses große Ökologie, sondern diese Naturverbundenheit zu spüren. Was macht die Natur, wenn ich was von der Natur nehme, was ich wieder geben kann, wie das in Balance sein kann. Ja? Also ich glaube, da gibt es schon eine Freundin von mir, die lebt deshalb ja im Wald, ja? Die hat gesagt, es ist so viel größer wird die Welt, wenn du die Pflanzen wieder kennst, wenn du die Namen der Pflanzen kennst, wenn du die Kräuter kennst, du kannst dich dort ernähren, 4 Tage lang brauchst du nichts mit haben, du kannst dich ernähren, also die Welt wird größer, wenn wir wieder uns mit solchen Dingen beschäftigen. Das klingt alles toll. Ich frage mich nur die ganze Zeit. Ich frage mich die ganze Zeit, geht dieser Übergang sanft? Nein. Also, okay, das war ich. Nein, das glaube ich nicht. Es wird scheppern. Und er geht auch parallel, glaube ich. Ja, das ist und viele sind schon auf dem Weg und wie man sagt, ja, die über die Schwelle der Erkenntnis sind, die werden nicht umkehren. Ja. Und da wird sich alles Mögliche entwickeln, sanft glaube ich auch nicht, dass es geht, aber es geht ganz sicher auch parallel. Und ich glaube auch, also was ich schon beobachte, es ist eine Zeit, wo dieses Depressive, das greift um sich und das ist wirklich ein massives Problem. Also jetzt habt ihr ein Problem, ich wollte nämlich jetzt das mit einem positiven Schlusssatz beenden, bevor wir in die allgemeine Runde kommen. Ja. So depressiv. Nein, aber da muss man einfach dagegen steuern und wieder die Fülle des Lebens irgendwie ein bisschen reinholen. Also eins, was glaube ich wirklich wichtig ist und das muss man oft betonen, es sind sehr, sehr viel mehr Leute, die in dieser Aufbruchstimmung sind und das auch schon leben, als man wahrnimmt im Außen. Es sind sehr viele, die eingeschüchtert sind durch die Medien, durch der Druck ist eigentlich auch virtuell. Also man wird eingeschüchtert, aber passiert eigentlich im Großen und Ganzen mehr oder weniger nichts. Aber das ist schon, die Einschüchterungen sind schon massiv. Also da bin ich auch nicht. Das stimmt, aber deswegen sage ich ja die GKI, wir sind eine große Bewegung, wir wollen größer werden. Wenn sich Menschen interessieren dafür, sollen sie sich bei uns melden, sollen sie unsere Homepage ansehen, unsere Newsletter abonnieren. Man kann auch gerne was spenden. Also wir sind wirklich. Ist einfach, nehme ich an, GGI-Initiative.at. Und es ist wirklich so, dass das gibt echt viel Kraft und Zusammenhalt. Es haben viele gesagt, dass das ihnen wirklich, dass das war der Strohhalm zum Festhalten in den letzten 3 Jahren. Und wir wollen natürlich für mehr Menschen noch mehr tun. Ja gut, das höre ich dankenderweise auch immer wieder auf der Straße, wo mir Leute irgendwie ansprechen und denken, ups, was kommt es, die wirklich also auch dieses Feedback geben. Das hat mir viel geholfen, dass der einer was gesagt hat. Genau. Ne?
Ich habe sie einfach nur gemacht, weil es mein Charakter ist. Mir war das auch gar nicht so bewusst, ob das, das jetzt gefährlich oder nicht. Dass es nicht lustig ist, war mir klar, aber es hat mir unterm Strich bis dato auch mehr gebracht als gekostet, muss ich ja dazu sagen. Aber das ist schon richtig. Also das hilft schon. Ja, ne? Ich hoffe, dass da viel mehr aufsteht. Ich bedanke mich an dieser Stelle mal für das tolle Gespräch. Es geht ja noch der Abend weiter. Edge, weil sie nicht da waren live, aber trotzdem mal das Mikrofon in die Runde geben, falls Fragen sind, in der ersten Reihe gleich, an die beiden Damen. Sehr gut. Also ich finde eure Initiative fantastisch. Ich finde es total mutig, dass ihr das Gesicht hinaushältst, dass ihr euch ganz klar mit der Front hinstellt. Und ich glaube auch, dass das genau dieses Engagement ist, wo die großen Pharma-Riesen und auch wieder auch ein bisschen Respekt und Angst bekommen. Wir müssen uns ganz klar sein, wir leben in einer Pharma-Industriegesellschaft und in einer Kriegstreiber-Lobby-Gesellschaft, so schauen wir auch aus. Ja? Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie können wir als Individuen das verhindern, dass genau das, dieser Mechanismus aufrechterhalten wird, dass ganz normal demokratisch entschieden wird, Panzer liefern, Flugzeuge liefern. Dann ein Oberst vom Generalstab hat gesagt, es ist ja gar nicht notwendig, dass wir Soldaten liefern, ich brauche nur meinen Vertrag ändern. Ja? Ich gehe dann als Vertragsbediensteter in den Krieg und bin dann sozusagen ein Soldat, der neutral ist und nicht eben von der NATO. Und da gibt es noch einen Gedanke, der jetzt mit 1. März sind die ganzen Maßnahmen in den Öffentlichen gefallen. Jetzt habe ich heute festgestellt, mit unglaublicher Freude, dass sich das umdreht hat. Jetzt fühlen sich die Menschen, die jetzt eine Maske tragen, unwohl, was ich aber nicht will, weil jeder soll freiwillig eine Maske tragen, der sie tragen möchte. Also ich versuche die auch nicht negativ irgendwie anzuschauen. Meine Frage ist, die Maßnahmen sind immer noch aktuell und das ist das, was mich so stutzig macht. Es ist alles noch komplett on tour. Es ist nichts, was der Pharmaindustrie im Weg ist, die sind ganz normal am Weg. Die sind ganz normal on track, die brauchen überhaupt kein schlechtes Gefühl haben, weil es ist alles im Plan. Und jetzt kommt die nächste Welle mit Angst, Umwelt. Ja. Ich glaube, die Frage ist jetzt eine 1,5-Stunden-Frage. Ja, die Frage ist, also meine Bewunderung und meine Frage ist, wie könnt ihr sozusagen in eurem Bereich das verändern, weil das ist ja die große Herausforderung, wenn du es im Kleinen für dich kannst, kannst du die ganze Welt verändern. Genau. Und ihr seid für mich die Vorbilder, die das können, weil ihr das für euch könnt. Dankeschön. Ja. Ich danke euch für euer Engagement, das muss ich auch sagen. Dankeschön. Ja, also ich glaube, dass das wirklich, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Es ist Aufklärungsarbeit, es ist mit dem Menschen, der nicht deiner Meinung ist, sich hinzusetzen und zu sagen, wie war das für dich, wie hast du dich gefühlt, was hast du gespürt, warum hast du das so gesehen, ich möchte dich verstehen und das immer wieder im Großen und im Kleinen zu machen. Und das ist eine Arbeit, die wie Basisdemokratie, das ist anstrengend, totalitär ist einfach, da stelle ich mir hin und sage, tot, das machst. Aber basisdemokratisch, da müssen wir diskutieren, du bist nicht meiner Meinung, naja, gut, dann reden wir mal. Und so. Es ist anstrengend, es ist auch sehr bereichernd und befruchtend und ich glaube, dass schon, ich kann das sehr gut verstehen, auch die Empfindung, aber ich glaube, desto mehr Leute, es dauert einfach ein bisschen. Es ist, ich wünsche mir auch einen Explosionseffekt, ja, auf einmal super und jetzt ist alles anders, aber ich glaube, es dauert und es wird sich umdrehen. Davon bin ich überzeugt. Geht das mit dem jetzigen System, so wie wir es jetzt haben, mit diesen 5 Nein. Parlamentsparteien und so? Also ich glaube auch, es braucht eine enorme Veränderung, Michael. Ja. Umgekehrt gegen eine Windmühle werden wir nicht ankämpfen können. Ich glaube, man kann wirklich nur rausgehen, ja, wirklich rausgehen zu den Menschen. Man kann aufklären, man kann Aussendungen machen, sich mit den Bürgern treffen und reden. Und reden, dass es auch anders geht und zeigen, was da überhaupt passiert. Und ich glaube, die Menschen, das sind schon Impulse, die machen schon etwas mit uns. Wir denken schon nach. Und ich glaube nur, dass die Veränderung kommen kann durch das Aufzeigen. Und diesen Weg würde ich konsequent weitergehen. Und gewisse Dinge, die können wir nicht abwehren, aber wir können immer wieder, so wie auch die Politik der kleinen Nadelstiche, wie es ein wirklicher Freund in der Zwischenzeit von mir gesagt hat, genau so müssen wir weitermachen. Und das hat, glaube ich, Chance, dass es
dass es zu etwas führt. Ich glaube, die kleinen Nadelstiche tun Ihnen mehr weh, als wir das wahrnehmen. Ja. Ja. Wortmeldungen, Fragen? Ja. Und vielleicht noch zur Pharma, ja, die Pharma kann eh tun, sie wird auch tun, ja, das sind gigantisch große Unternehmen. Mhm. Die Frage ist, ich muss ja nicht, ja, ich muss nicht, mir hat letztens auch der Arzt auch gesagt, er schreibt mir Medikamente, ich habe gesagt, das will ich nicht, nein, ich will keines, ich habe es zu Hause zerrissen, will ich nicht, ich mache es anders, indem ich, die Information ist ja da, oder indem ich jemanden frage, ja, miteinander reden, wie machst denn du das, ja. Da ist so viel da, greifen wir es auf und, ja, und leben wir es. Haben wir Mut, leben wir es vor und es wird Menschen geben, die sagen, ja, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Genau. Und das ist wie mit Willkommen Digital. Schau ich mir nicht den ORF an, ich schaue mir jetzt Willkommen Digital an. Also ich kann Gebühren einnehmen. Nein, aber und dann wird es immer größer werden. Ja. Genau. Also es wird ja, es kann dann auch genau größer werden. Ja. Was soll ich glaube, ja, genau, schauen wir mal. Ja, können wir schon Pläne schmieden. Nein, aber es geht ja darum, zeigen wir den Leuten Alternativen. Ja. Und auch sagen, wenn wir sehen, dass etwas nicht richtig ist. Ich glaube, es ist auch wichtig, das aufzuzeigen. Ja? Zu sagen, nein, das finde ich nicht gut, dass der das sagt und dass wir das und das machen. Finde ich nicht gut. Ja? Ja. Und wird vielleicht auch denken, ja, eigentlich, da ist auch irgendwas dran. Ja? Ja. Mein beliebter Dienst, ach, bitte schön. Eine Frage, und zwar wegen dem ursprünglichen Namen der Gründung Grüne gegen Impfpflicht ist. Es gibt ja keine Schwarzen gegen Impfpflicht und keine Türkisen gegen Impfpflicht und die Pinken auch nicht und die Blauen sind, es gibt auch keine Blaue für Impfpflicht. Ja. Ist jetzt so, dass da innerhalb der grünen Fraktion das Fremdschämen für die eigene Fraktion stärker war, dass man sich da deklariert sagt, die Grünen gegen Impfpflicht, weil man sich geniert für die, wie es da rennt? Naja. Schwierig jetzt. Also klar prallten da Welten aufeinander, würde ich sagen. Ja? Und also die Impfpflicht, das war ja so eine derartige Fehlentscheidung. Und wir haben doch, viele von uns haben doch versucht einzuwirken, oder wir haben doch Briefe geschrieben, wir haben mit Nationalräten, wenn wir welche gekannt haben, telefoniert und haben ihnen versucht, da was anderes mitzugeben. Also da nicht zusammengekommen zu kommen und nicht gehört zu werden, das war schon sehr bitter, ja, würde ich schon so sehen. Aber wir haben es versucht, ich denke, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Aber wenn du nicht gehört wirst, nicht verstanden wirst, werden willst, dann ist es auch so, ja. Muss man deshalb gleich auch alles hinschmeißen und auch jede Gemeindearbeit oder Bezirksarbeit hinschmeißen. Der ein oder andere hat es gemacht, ja, die anderen nicht und sagen, ich mache vor Ort gute Arbeit. Ja, ich sehe das auch so derzeit, ich mache vor Ort gute Arbeit in der Gemeinde und deshalb mache ich sie auch. Und von gewissen Dingen schirmt man sich einfach ab. Aber wirst du das erlebt, dann in Niederösterreich, du bist ja Ortsgruppenleiterin, wirst du das erlebt sozusagen mit den Wählern, also mit deinen Schäfchen? Mit den Wählern, naja, unterschiedlich, weil... So wie wir gesagt haben, es liegt auch sehr viel der Mantel des Schweigens darüber. Ja? Manches weiß man, manches weiß man nicht. Man spricht ganz viel nicht an. Mhm. Ja. Und da steht es jetzt so. Ja. Eine Frage anschließend. Der nächste logische Schritt, wenn man in der Partei nicht mehr weiterkommt, wäre ja eine eigene Parteigründung. Gab es dafür mal Pläne oder wurde das immer ausgeschlossen? Also wir sind eine große Bewegung und wir wollen größer werden. Was daraus wird, werden wir sehen. Also das ist, wir sind jetzt in einem Stadion, wo man einfach sagt, wir wollen was tun, wir tun. Und ich finde, wir machen es gut und haben wirklich, wirklich sehr tolle Leute und machen auch super Veranstaltungen. Und ja, was daraus wird, wird daraus. Das steht noch in den Sternen. Ja, ich bin auch froh, dass es euch gibt, weil... So merkt man, man ist doch nicht so isoliert, wie man schon geglaubt hat. Und ich habe ja jahrelang, also die letzten 3 Jahre, relativ von Anfang an gedacht, ja, bin ich so verrückt, weil wenn ich sage, ja, auch Geisterfahrer ist ein 99er, ich habe lange Zeit geglaubt, dass ich auf einem Irrweg bin. Und also, dass der Mainstream vielleicht da stimmt und ich wäre verrückt. Und ich habe dann immer mehr mit Kritikern auseinandergesetzt, ob das der Streeck ist in Deutschland oder bei uns großartig der Sprenger Graz, Public Health. Und dann haben wir die Leute sehr kritisch angeschaut und gesagt, so verrückt wirkt man der gar nicht. Vielleicht bin ich auch nicht so verrückt.
Also, und wirklich mit kritischem Blick auch auf mich selbst, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass die so destruktiv werden, die verschiedenen Leute. Und jetzt zur Ermutigung, weil das auch immer wichtig ist, ich habe dann mich viel mit Mikrobiologie beschäftigt und auch mit Medizingeschichte und drei Sätze vom Hippokrates, der die erste Medizinschule gemacht hat, 430 vor Christus, also in dessen Tradition stehen wir ja, drei Sätze: Heiterkeit entlastet das Herz, die Richtschnur bei der Behandlung des Kranken, stets zweierlei im Auge haben, Nutzen oder wenigstens nicht Schaden. Und der dritte Satz von Hippokrates: Die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Innern eines jeden von uns liegt. Und das gibt mir Zukunft, weil vielleicht gibt es ein Wunder. Mhm. Ja, ich bin überzeugt. Das vor Christus und hat immer noch Gültigkeit. Und am Baum des Hippokrates in Kos steht das übrigens auch groß drauf. Also wer mal in Griechenland ist und Kos besucht, da steht ja der berühmte Baum des Hippokrates, da steht das. Dass die Natur eben einbezogen werden muss. Absolut. Und so weiter. Ja, und auch selbst, also einfach, dass man ins Vertrauen geht und wenn man sich selbst gut fühlt. Und ein Wert unserer Bewegung ist auch Naturverbundenheit. Das ist ein Wert, den wir haben. Noch Fragen? Bitte schön. Ja, ich habe da eine kleine Frage. Und zwar, wir haben immer während des Vortrages wurde auch über die Experten gesprochen. Und da hat mir eine Kardinalfrage immer gefehlt die letzten drei Jahre. Warum haben wir bei den Experten nie hinterfragt, von wem sie ihre Forschungsgelder kriegen? Ja, das habe ich gemeint mit Transparenz. Also das wäre also ganz, ganz wichtig gewesen, weil damit hätte man viel abbiegen können. Ja, genau. Es gab ja den Artikel in News damals, nicht? Der hatte versucht, da reinzustoßen. De facto ist auch, es ist alles leider so verschwiegen, oder? Veräppt. Ich denke, dass die Frau von Nahr, die hat ein Unternehmen verkauft, 5 Jahre alt und 220 Millionen Euro. Ja. Das ist alles in der Presse gestartet 2018. Naja, die Experten, die haben da gut verdient. Vor allem, was ich kritisiert habe an diesem ganzen Gremium ist, das waren alle Menschen, die voll beschäftigt waren, die voll bezahlt waren, die einen vollen Terminkalender hatten und eigentlich über uns regiert haben und keinerlei Feedback zu den Menschen hatten. Da ist keiner daheim eingesperrt gesessen, da hat keiner nicht mehr gewusst, wie die Miete zahlt. Genau. Also mit vollen Hosen leicht stehen, ist das schon ganz spannend gewesen. Es war wie eine Schattenregierung, das muss man schon sagen. Ja. Und nicht demokratisch legitimiert. Mhm. Und so wurden wir wirklich, ich würde sagen, die Menschen vor sich hergetrieben und so das hatte zu gelten. Mhm. Ja. Ich schaue noch dran. Und Kritiker out. Ja. Ja. Ich hätte ja einen Kommentar, also es ist erwähnt worden, dass Sie glauben, dass es nicht orchestriert ist, das Ganze. Also ich glaube, es ist sehr wohl orchestriert. Sie haben selber auch Beispiele genannt mit der Spaltung, die bewusst so geführt wurde. In der Steiermark zum Beispiel macht man jetzt aus 50 Masernfällen fast wieder eine Pandemie. Also ich glaube, dass eine sehr große Orchestrierung bei dem Ganzen dabei ist. Man hat es auch verfolgen können, auf der ganzen Welt sind die gleichen Meldungen gekommen. Die Solidarität der Geimpften und die Unsolidarität der Ungeimpften, also das waren Meldungen sozusagen im Sekundentakt parallel. Also ich glaube, eine starke Orchestrierung ist hier vorhanden. Eine Frage an den Moderator, weil der kommt aus dem Gebiet. Was muss passieren oder kann was passieren in der Medienlandschaft, dass die sich irgendwie ändert und hier was zum Besseren wird oder müssen wir mit dem weiter so leben? Also ich glaube, es ist Vergleich vielleicht wie in einem Wirtshaus, da gibt es einen Koch, Kellner, Geschäftsführer, Einkäufer. Wenn das alles in den Strukturen so bleibt, wie es ist, sehe ich keine großartige Änderung. Das Hauptproblem sehe ich gemacht, gelebt. Also wie gesagt, alle meine Ex-Kollegen, die ich noch verfolge, die sitzen teilweise 10, 20, 30 Jahre in ihren Posten und mussten sich gerade, was den ORF betrifft, eigentlich nie in der Privatwirtschaft beweisen. Also das ist sozusagen interessanterweise gerade diese Medienstruktur in Österreich ist ein Feld, wo es, wenn du mal drin bist, eigentlich keine Konkurrenz gibt, sondern nur mehr jeder schaut, dass er die anderen ausboxt. Das war früher noch schlimmer eigentlich als jetzt, weil es früher ja nur einen Betrieb gegeben hat. Aber das ist wirklich eine Blase, eine eigene Welt. Da kennt sich auch jeder, da ist man auch dabei. Ich war dann irgendwann da irgendwie nicht mehr dabei. Deswegen habe ich mich auch da selber rausentwickelt.
ich kann mir nicht vorstellen, aus dem heutigen Aspekt, dass sich diese Blase selbst regeneriert und ja, es wird wohl nicht anders gehen, aber also kurzfristig sehe ich das nicht, wie das funktionieren soll, weil ja auch viel mit Existenz gespielt wird, das muss ich mir vorstellen, der OF hat ja eine sehr verzerrte Personalstruktur, das sind unheimlich viele Alte, sage ich jetzt einmal, also ich darf das sagen, ich bin 58, die, wenn man jetzt zum Beispiel in dem Alter ist und eine leitende Funktion hat, dann hat man ja keine Wahl. Also es kann jetzt bei 58-jährigen Redaktionsleiter, der, weiß ich nicht, jetzt mal salopp 7.000 Euro im Monat 14 Mal verdient, plus, der hat entweder das schöne Leben oder eben nichts. Also es gibt in diesen Bereichen, in diesen Ebenen nicht die Möglichkeit zu sagen, ich nehme die Hälfte des Geldes, lebe sie auch noch ganz gut und sage, was ich mir denke. Diese Möglichkeit der Strukturen gibt es nicht. Dann kommen auf der anderen Seite unheimlich viele junge Leute nach, die teilweise für kein Geld arbeiten. Also ich habe eine Stellenausschreibung letztes Jahr gelesen, das ORF 27.000 Euro brutto All-in Jahresgehalt. All-in kann man dann ernst nehmen, das heißt, das ist ein 12-Stunden Arbeitstag, 6-mal die Woche. Weiß ich nicht, wie man mit 27.000 Euro Jahresgehalt brutto dann überhaupt noch irgendwie. Aber das sind natürlich dann die ganz Jungen, die nebenbei beim Heurigen arbeiten und halt da irgendwo hinkommen wollen. Die sind natürlich auch nicht kritisch, weil die wollen ja wohin. Also die haben ja die 25-Jährigen, der will die Welt erobern und der, mit dem kann man mehr oder weniger alles machen. Und mit diesem Personalhaufen, sage ich jetzt einmal, weiß ich nicht, wie da eine Veränderung eigentlich funktionieren soll. Und dann kommt das Dritte, was ich eingangs vor einer Stunde gesagt habe, die politische Einstellung. Die gesamte Journalistenszene, bis auf ganz wenige Ausnahmen, sind natürlich linkslastig. In ihrer Mission auch. Ne? Das ist das, was wir gerade jetzt bei allen großen Themen haben. Und das wird mir jetzt erst bewusst seit 2 Jahren, dass eigentlich zum Beispiel der rechte Teil, die rechten Wähler der Bevölkerung überhaupt nicht abgedeckt sind. Also es gibt meines Wissens nach, mir fällt kein einziger ein, in einer leitenden Funktion im österreichischen Journalismus, der klar der FPÖ zuzuordnen ist. Und das ist aber trotzdem, man kann dazu stehen, wie man will, ein Drittel der Bevölkerung. Das ist halt schon sehr verzerrt alles. Ne? Also ich glaube, man kann dann Veränderung erreichen oder da wird Veränderung kommen, wenn Betroffenheit, also wenn man selbst betroffen ist von etwas. Ja? Mhm. Und, oder man ist eine Wahnsinnsidealistin oder Idealist. Ja? Also es gibt so diese, aber mit persönlicher Betroffenheit wird Veränderung, kommt ja, Veränderung, glaube ich. Ja? Und ich glaube, nur so wird es funktionieren. Also, es wird schmerzhaft sein zum Teil, glaube ich. Und wegen der Orchestrierung, ich glaube das auch zum Teil, also wir sind ja da auch so eingestellt, wie die GG ist, so viele Meinungen gibt es auch, nur wie es ist genau, habe ich auch keine Vorstellung, weil ich es nicht weiß. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Gefühl, ich denke mir, na gut, für was? Also ich habe mich bei allem dem gefragt, wem dient das Ganze? Wer verdient dran? Das ist ja in jedem Bereich, fragt man sich das ja. Das und deswegen, also ich bin da schon auch bei dem Herrn, weil das ist natürlich immer die Frage, wer stellst du jetzt mit dem gesund? Ja. Ich möchte noch mal präzisieren, ich kann es nicht genau ausmachen, weil meiner Expertise nach 30 Jahren ist die Orchestrierung irgendwo ganz, ganz oben. Ja. Also die handelnden Personen, ich sage es auch durchaus Armin Wolf, abwärts, die sind meiner Meinung nach nicht orchestriert gesteuert, sprich, dass sie Geld explizit bekommen. Vielleicht irre ich mich im Detail, aber grundsätzlich nicht. Ja, was da ganz oben läuft, für den Kanzler Kurz würde ich nicht einmal einen Fingernagel ins Feuer legen. Ja. Also das sicher nicht. Und drüber, aber ich kann es nicht ausmachen, sozusagen, wo das genau in die Redaktionen. Weil einen Redakteur muss man nicht sonderlich steuern extra. Das rennt mit vorauseilendem Gehorsam. Ein Redakteur weiß genau, bei welcher Zeitung, bei welchem Medium er arbeitet, weiß, wie dieses Medium politisch steht und das rennt von selber. Ja. Also wenn ich beim Standard arbeite, dann komme ich halt auf die Idee, irgendwas vom Kickl gut zu finden, vice versa, gibt es aber schon wieder nicht. Gibt es schon nicht. Ja. Nein, das möchte ich vielleicht auch noch ergänzen. Ich weiß nicht, wie die Frage vorher genau war, Orchestrierung war es nicht, Verschwörung war es auch nicht. Also ich denke schon noch, dass eine, so wie ich gesagt habe, so ein Drüberfahren, so eine global ist da schon etwas, was gleich läuft. Ja, und ich glaube, es kommt schon gerade im Gesundheitsbereich ganz stark aus der WHO heraus. Ah, da und bist du auch das, Expertin, ja? Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Also was da abgeht, da ist auch noch viel Aufklärungsarbeit und das wollen wir ganz sicher nicht.
Ja. Da darf und ich aber gerade stellen, bei Corona und bei der Pandemie, bei diesem Ganzen und was da auch wie das mit dem Impfstoff gelaufen ist, das war ja ganz stark aus der WHO herausgetrieben. Wenn wir nämlich das Thema jetzt anreißen, wird man eine Stunde weiterreden. Da gibt es aber schon einen reinen Wein von einem lieben Kollegen Michael Winkler, der genau mit dir ein Gespräch, das sehr WHO-lastig geführt ist, gefahren. Also wenn Sie interessiert, so bitte anschauen. WHO, das ist aber schon ein Jahr alt, da hat sich wieder viel getan und leider die WHO, die fährt weiter ihren Kurs. Ja? Also wenn man sich ja da auch die Ziele anschaut, die da ausgegeben wurden, das ist schon sehr bedrohlich. Aber auch da, man wird Entscheidungen treffen müssen. Und zwar geht es um diese Vernebelung der Aufarbeitung der Folgeerscheinungen jetzt von psychisch Kranken oder physisch Kranken, die es da gegeben hat. Was können diese Leute machen oder gibt es Hilfe für die oder sonst was? Ja? Für die Impfgeschädigten. Und ja, also wir haben zum Beispiel eine... Nein, nicht nur Impfgeschädigte, sondern diese ganzen Folgeerscheinungen, die auch psychisch sind, die nicht unbedingt durch die Impfung, sondern... Natürlich, diese Angststörungen. Also wir haben ja gesagt, eben die Depression ist jetzt, glaube ich, bei 60%, Angststörungen und Belastungsstörungen sind ja auch 40%, glaube ich, habe ich jetzt gelesen, erhöht. Schwierig, also wir als Initiative meinen Sie jetzt? Ja, nicht nur als Initiative, sondern was kann jemand machen in der Aufarbeitung? Ich habe gehört, manche machen Anzeigen und Klagen. Genau, also wir machen auch, also es gibt Klagen, es gibt, die Madeleine hat immer sehr, die muss man klagen, die ist immer sehr, sehr toll, weil die weiß natürlich juristisch, Madeleine Petrovic weiß natürlich alles und ist auch sehr, Entschuldigung, toll dabei. Natürlich, man muss das, also es muss Gehör verschafft werden. Wir haben jetzt auch, es sind Filme werden gemacht. Welche Gesetze sind da eigentlich? Welche Gesetze? Na, derzeit fällt man. Bei Missbrauch zum Beispiel fällt man durchs Netz. Verbrechensopfergesetz. Ja. Ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die wir angehen müssten, was man da das genau. Ist ein also Feld, ja. Das ist ein großes Feld, ja. Da müsste also wahrscheinlich jetzt mit einem Anwalt dann konkret mit einer Juristin, Stelle also finden. Ne? Gut, gibt es sonst noch? Die Frage können wir leider jetzt nicht befriedigend beantworten, aber vielleicht in der, wie der Edge, dass Sie nicht live da sind. Ach so. Ich darf da noch auf den UAF zurückkommen, auf die Geschichte. Warum schaut man jetzt nicht, dass man diese Haushaltsabgabe nicht für jeden zahlen lässt, sondern nur für diejenigen zahlen lässt, die eine UAF-Karte haben? Ja, damit wäre das relativ einfach beseitigt, das Problem. Die Diskussion ist relativ einfach. Es haben sich, glaube ich, so viele Menschen die letzten zwei Jahre von der GIS abgemeldet. Ja. Es ist eine eigene Taskforce im UAF gibt, wo sie versuchen draufzukommen, wobei... Vielleicht wissen Sie das wirklich nicht, das kann schon sein. Und das ist natürlich jetzt ein legitimer Versuch, das irgendwo woanders auszugleichen. Und im Endeffekt wird das an uns liegen, wenn wir alle brav wieder sozusagen grantig murrend, stampfend das aber zäunen, sind wir selber schuld. Also ich ermahne zum Schwarzfahren in dem Fall, weil wenn einfach der Großteil der Bevölkerung sagt, nein, wir zahlen das nicht, was sollen sie denn dann tun? Ne? Also wobei ist die Frage, sie wollen es ja dann vom Gehalt abziehen, das heißt, es wird dann immer fieser. Da wird es wohl eine Klagswelle von Anwälten geben müssen. Also sie sind natürlich schon schlau. Also sie wollen das ja nicht auf freiwilliger Basis dann, sondern sie wollen das vom Gehalt, also steuerlich sozusagen abziehen lassen. Also ich hoffe schon, dass da endlich einmal die Leute aufstehen. Ja, ich glaube, das tut ihnen auch weh. Also ich glaube, das tut ihnen weh. Ja, natürlich. Also das regt doch jetzt nicht viele auf. Ja. Aber wie sagt man das? Es gibt ja das nicht, wenn der Staat uns falsch behandelt, dann ist Widerstand Pflicht oder so. Das ist ja, aber man muss das schon noch irgendwie. Also ja, aber es hat doch schon ganz viel auch mit der Berichterstattung zu tun. Also ich habe auch, also wie gesagt, Fernsehen komplett aufgehört. Ja. Ein Radio rausgeschmissen vor lauter Wut einfach, was da berichtet wird und was nicht berichtet wird und was aber war. Ja? Ich war selber sehr lange auf Demos, ja, und ich weiß, wie, und du auch, ich weiß, ja, wir wissen, wie das da draußen war und was dann in Ö1, ja, Ö1 war wirklich mein Lieblingshörer, ja, berichtet wurde, ich war fassungslos und da habe ich gesehen, dass tatsächlich, da ist was dran, das ist wirklich so, dass nicht was wahrheitsgemäß berichtet wird. Was aber auch ein transparentes Geschenk quasi ist. Ne? Man kann es jetzt auch sehen, es wird generell über Selbstmorde im österreichischen Journalismus nicht gebracht. Ja.
Außer jetzt beim Selbstmord der Impfärztin letztes Jahr. Ja. Da wurde ja sogar getitelt auf allen Zeitungen, da gab es sogar ein Lichtermeer, ein initiiertes. Ja. Jetzt beim Selbstmord vom Aktivisten Abey war nichts, obwohl eigentlich über jemanden, der öffentlich auftritt, immer irgendwo berichtet wird. Und das, also man kann viel in diesen kleinen Geschichten, kann man das sehen. Und ich bin ja auch noch immer so, dass ich immer denke, okay, aber sie werden doch nicht, nein, sie werden wieder, einfach... Aber wie die Pizza, die nicht mehr schmeckt, nicht mehr bestellen. Ja, aber wenn man diese Medien konsumiert, also gerade bei den Demonstrationen, und ich war wirklich immer dort mit meinen Kindern, mit lauter lustigen Leuten, und dann wird Bericht erstattet, die radikalen Nazis ja, und so. Die Leute haben wirklich Angst, die dort gewohnt haben. Nee. Die sind nicht hinausgegangen. Ich kann mit einem Kind keine Schulsachen einkaufen gehen, weil da draußen sind die Nazis. Und ich habe mir gedacht, nein, ich bin draußen. Ja. Also, ich weiß nicht, was ganz, du, wenn du siehst. Aber Menschen und mein Mann, der selbst bei der WEGA viele Demonstrationen betreut hat, immer mit mir bei der Demo, gesagt hat, auf jedem Fußballmatch sind mehr Nazis als bei diesen Demos. Also es war absurd, es war so absurd, aber die Leute glauben es wirklich und die sitzen daheim und verlassen das Gebäude nicht, weil sie Angst haben. Aber was ich habe in Salzburg gesehen, wie das die Leute vom Balkon applaudiert haben. Ach so, ja, gut, das war in Salzburg. In Graz auch. Wien ist anders. Und Wien ist anders. Das kann man wörtlich nehmen. Da haben wir das auf den Demos immer alles gibt. Ja, es war immer so. Es war vor 20 Jahren schon so. Braucht man auch nicht überrascht sein, oder? Sagen wir ja nicht. Die Dame wollte bitte schon. Ja, ich würde ganz gerne das nochmal auf eine etwas höhere Ebene die Frage stellen. Und zwar, ich denke, dass wir das größer denken müssen. Die ganzen Veränderungen, die sind ja alle letztendlich, egal aus welcher Ecke, lebensfeindlich. Egal, ob das jetzt um Überwachung geht oder was immer. Und ich denke, es fürchten sich im Wesentlichen 1% vor 99% der Menschen und deswegen wird das Ganze umgedreht. Jetzt sollen sich 99% vor diesen Regelungen fürchten, die 1% sich ausgedacht haben. Ja, ja. Und das muss man immer mitbedenken. Da ist überhaupt nichts vorbei. Bis Juni gelten die alten Verordnungen und dann kommt das Neue. Entweder, da war jetzt schon von der WHO das angedacht, dagegen gibt es aber auch Äußerungen. Und wenn es dann trotzdem die Regierung jetzt für Österreich das Ganze gesetzlich macht, was vorher Verordnungen waren, damit muss man rechnen. Und dem ist ja auch noch im Hintergrund, dass vor, ich weiß nicht, 2 Monaten oder wann, war ja wieder eine Pandemieübung und diesmal für die jungen Menschen und hoch ansteckend und gefährlich, wie immer sie das machen wollen. Das heißt also, das sind alles Vorübungen gewesen. Und ich selber komme ja auch aus der Mikrobiologie und habe schon vor Jahrzehnten in diesem Thema gearbeitet und da gehören ja noch viele andere Problematiken auch dazu, die viele Menschen überhaupt nicht gerissen haben, dass auch das schon Ansätze waren, nur haben die nie geklappt. Mhm. Ich nenne da mal HIV-AIDS als ein Beispiel. Mhm. Es geht schon ganz lange so und Corona war jetzt die Kumulation und es ist noch nicht zu Ende. Jetzt haben sie sich überlegt, die Alten haben sie nicht alle umgebracht, okay, ist nicht so wichtig, aber die Jungen müssen sie natürlich umerziehen. Und die Jungen sind jetzt die Armen dran. Es geht in die Kindergärten, es geht in die Schulen, es geht in die Jugendlichen. Das ist die nächste Generation, die muss funktionieren. Und da müssen Sie oder ihr noch wachsamer sein. Es ist nicht einfach nur so, dass wir ein gutes Leben leben müssen, bin ich schon eurer Meinung. Das muss man. Aber muss gleichsam verdammt wachsam sein. Ja. Und absolut, auch mal nicht aggressiv im Sinne von Gewalt, aber aggressiv im Sinne von dass man auch mal das Parlament stürmt, in Anführungsstrichen. Ja? Und nicht besichtigt, sondern stürmt. Ja. Und absolut. Und ich wollte sagen, ich halte fast alles für, dafür, dass die Menschen noch nicht begriffen haben, dass es denen ernst ist mit uns. Da müssen wir vielleicht noch manchmal ein bisschen schärfer werden. Also ich glaube, okay, es gibt... Ja. Danke. Ja. Das kann ich sehr nachvollziehen. Ich glaube, es gibt nur 2 Wege. Ich glaube, wir dürfen auch nicht eben in die Frustration gehen. Also ich finde, wachsam sein ist ganz wichtig, wachsam sein und wirklich reinzuschauen, was passiert da wirklich. Weil wir wissen es bei vielen Dingen noch gar nicht. Ja? Also da eben, das, wo ist das? Ja? Aber die Monika, die Spezialistin für die WHO-Geschichten, da wird man immer schlecht, wenn sie erzählt, was da jetzt alles wieder, oder auch mit der Digitalisierung, was da passiert. Ja. Das ist natürlich was Grausliches.
Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass wir in der Hoffnung bleiben, dass wir es verändern können, dass wir das Ruder rumdrehen können. Mit Wachsamkeit, also naiv dürfen wir nicht sein und dorthin gehen und sagen, ja, alles ist Licht und Liebe. Ein bisschen mehr Hippie hätte ich mir schon gewünscht jetzt in der Zeit, ein bisschen Hippie-Touch, aber Wachsamkeit, aber trotzdem diese Hoffnung, dass wir es schaffen, dass wir den Wandel und dass wir die Veränderung schaffen. Ja. Auch mit Wunder, ich glaub, mit Hippokrates an unserer Seite. Ja. Na, ich glaube, es war, ich sehe das wie Sie, es war auch sicher nicht die letzte Pandemie, ja, so ein bisschen wie eine Übung. Da wird noch ganz viel kommen und der Zug fährt weiter. Ja? Und zwar ein richtiger Dampfer fährt da im Mainstream weiter. Und de facto kannst du das nur aufzeigen und aufklären und aufhalten können wir das Ding nicht. Ja? Das ist undenkbar. Wir können nur unsere Entscheidungen treffen und da wird es die Basis brauchen. Ja? Es wird, von oben wird es nicht geschehen, das glaube ich auch. Es kann nur genau. Von unten geschehen. Ich glaube auch, dass die Bevölkerung muss das regeln. Und ich glaube, da hat sich aber ganz viel, hat sich da gebildet und auch stabilisiert. Ja? Und die gehen auch weiter. Und ich bin froh, dass ich Teil dieser Bewegung bin, ganz ehrlich. Ja. Ich möchte das Stichwort Hippie aufgreifen, und weil die Dame von den jungen Menschen gesprochen hat. Ich war extrem enttäuscht, dass ich bei Demonstrationen oder wo oder wie auch immer, ich habe ja selber mittlerweile erwachsene Kinder, dass die Jugend völlig ausgelassen hat. Ja. Auf den Universitäten, die haben sich alle untergeordnet, brav geimpft, brav Maske, brav getestet, die waren richtig akribisch, begeistert dabei, muss ich fast schon sagen, hat es mich so ein bisschen erinnert an die Jungnazis seinerzeit, von denen meine Großeltern gesprochen haben. Ja, also dass gerade die jungen Akademiker die ersten waren und so weiter und so fort. Und mich wundert es auch deswegen, weil ja diese noch nicht so, sage ich einmal, ORF-verseucht sind, die Jungen, weil die eine große Auswahl, die sind ja mit einer Auswahl von Medien aufgewachsen, mit dem Handy, die haben Nachrichten potenziell von überall und gerade die haben so stark versagt. Ja, also meine Generation, die mit dem ORF noch gläubig sozusagen aufgewachsen ist, die war auf den Demonstrationen vertreten, sehr wahrscheinlich am besten vertreten. Ja. Und ich glaube, der ORF ist an sich nicht das Problem der ORF. Ja, auch Standard der böse ORF. Aber ich glaube, wenn du eben in der Jugend bist, hast du Google. Es ist viel schlimmer als der ORF, glaube ich. Also was die Kanalisation da mit der Medien betrifft. Ja, also, und was heute, natürlich noch gar nicht angesprochen wurde, dieses Chat-GPT, was sozusagen jetzt wunderbar im Kommen ist. Ja. Ich sehe das ja als wahnsinnspotenzielle Gefahr, weil die Jugend, wir ja auch langsam, gar nicht mehr wissen, woran können wir uns halten. Was ist wahr? Welchen Experten können wir überhaupt vertrauen? Und ich habe heftigen Kontakt mit einem Virologen der Uni Graz gehabt und ich hatte ja richtig mein Vergnügen. Was sagt man in der Öffentlichkeit? Was sagt man hinter der Hand und so weiter und so fort? Also da bin ich ein bisschen drauf gekommen, wie die so ticken. Aber dass gerade die Unis und die Jugend oder die Kooperation so versagt haben, das ist mich wirklich schwer. Aber das hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Einer ist, die Jugend ist sehr technologiegläubig. Ja? So sind sie aufgewachsen sozusagen. Und das Zweite ist, warum sind die Jungen denn impfen gegangen? Aus sozialen Gründen. Ja? Und es tut mir leid, dass ich das vorher nicht gesagt habe, aber ich wollte es eigentlich sagen. Die sind aus sozialen Gründen gegangen, damit sie dabei sein können, ja, damit sie an die damit sie an die Uni gehen können, ja, Ausschluss von Bildung, das war für manche Zeit verlieren, kein Weg einfach, ja, das war es doch, um weiter Bildung machen zu können, um in den Sportverein, du durftest ja nirgendwo hingehen, wir wissen es doch, oder? Die wollten ins Fitnesscenter, das Skifahren, ja, das ist ja überhaupt das Ärgste. Bis draußen, ja, man hatte ja auch einmal, da durften die Ungeimpften auch mitfahren, Skifahren, hat ja draußen das Essen ausgeteilt und die Getränke, es ging ja alles draußen, der Himmel, Herrgott, was soll denn da passieren? Gar nichts passiert, ja, was für eine Hysterie die ganze Zeit. Also es waren die sozialen Gründe, dazuzugehören, wegzugehen, das, was junge Menschen einfach gerne tun. Und deshalb sind die mitgegangen und doch nicht aus Überzeugung. Ja, also ja, das glaube ich auch ganz wichtig. Früher hätten sie demonstriert in der Uni. Ich glaube trotzdem, das stimmt schon. Ja. Es geht ihnen gut. Ich glaube trotzdem auch, dass sie sich nicht spüren. Also sie spüren sie nicht mehr. Die sitzen den ganzen Tag, also viele, ich möchte jetzt nie pauschal für alle sprechen, ja, aber es ist dieses viele Handy-Ding, du spürst ja gar nicht mehr, du weißt ja gar nicht mehr, was richtig und falsch ist, was sich für dich richtig anfühlt. Also ich habe zum Beispiel auch nicht, wir haben ja am Anfang überhaupt nicht gewusst, was ist, ja, die erste Ding. Und da, ich habe es einfach gespürt.
Ja, und ich habe dann mich damit beschäftigt, aber wenn du dich nicht spürst, und ich habe auch gedacht, wenn ich 13 oder 14 gewesen wäre und die sperren mir ein, ich war damals jeden Tag am Nachmittag im Turnsaal und habe mich austobt, ich hätte lauter Blödsinn gemacht. Also ich wüsste nicht, wie ich mir Ausdruck verliehen hätte, ja, in dieser, wenn die mich wegsperren, ja, und nur vor den Computer setzen. Also das wäre Wahnsinn. Also ich finde, wir dürfen doch nicht zu streng mit der Jugend umgehen, weil das ist eine fatale Situation gewesen und ja, ist noch immer eine fatale Situation. Turnen mit Maske, oder? Was hat man da für, ich meine, wie man sowas überhaupt verordnen kann, von einer Bildungsdirektion angefangen und dann tragen die Direktoren, die mit Lehrer, die, das mit, das ist ja unfassbar. Na, ja, und das sind Pädagogen. Ja. Nicht alle. Ja. Nicht alle, ja, aber die Chance hatten, da rauszugehen. Ich würde vorstellen, dass wir den offiziellen, eine Wortmeldung, glaube ich, da hinten noch, machen wir den Schluss, dann werden wir den offiziellen, ich sehe schon die Aftershow-Party-Diskussion, entzündet sich langsam, so viele Mikrofone haben wir gar nicht, außerdem haben wir jetzt schon noch gute 1,5 Stunden unterwegs. Bitteschön. Ich wollte nur kurz anmerken, weil der Herr vorher gemeint hat, eben, dass die Jugend nicht auf die Demonstration vertreten war. Das möchte ich dahingehend revidieren, dass wir, also einige junge Menschen von der Bewegung Studenten stehen auf, trotzdem regelmäßig zu Hochzeiten der Corona-Phase, der Corona-Pandemie und auch zu Zeiten der Impfpflichteinführung, regelmäßig auf die Demonstration vertreten waren und auch probiert haben, mit diversen Aktionen gegen die Spaltung der Gesellschaft eben aufzutreten. Also es hat sehr wohl auch Aktionen von unserer Seite auch gegeben und nicht nur von den Studenten stehen auf, es hat auch andere jugendliche Bewegungen gegeben, die was sich gegen die politischen Maßnahmen zur Wehr gesetzt haben. Hoffnung, wenn Familien mit Kindern hat man auch sehr viel gesehen auf der Stimmt. Demonstration. Richtig, ja. Dann bedanke ich mich herzlich bei euch beiden für dieses tolle Gespräch und die tolle Dynamik auch im Saal bei Ihnen. Für alle, die anwesend sind, Dankeschön. Alle, die anwesend sind und irgendwie ein bisschen was locker haben, es geht der Hut rum, weil wir machen das ja alle ehrenamtlich und für alle zu Hause, es kommt im Anschluss jetzt sozusagen noch das Spendenkonto, falls Sie Lust haben, wie gesagt, wir machen das für Ehre und Vaterland, aber für unsere alle Zukunft. Danke herzlich für die rege Beteiligung, vor allem euch beiden und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.